Hallo ihr Lieben, willkommen bei uns beim Würfelorden und der zweiten Hobbyrunde, diesmal in einer deutlich größeren Konstellation als das letzte Mal. Wir sind heute sage und schreibe zu fünft mit tatkräftiger Unterstützung quer durch Deutschland. Wir haben unter anderem zwei Gesichter, die ich schon das letzte Mal mit euch begrüßen durfte. Das ist zu meiner Rechten der liebe Marvin. Unter ihm ist der liebe Lukas. Hallöchen zusammen. Ich habe mir gedacht, ich positioniere den Lukas eher unten, weil er es gewohnt, dass er von unten raufschaut. Der Witz kommt auch jedes Mal. Es wäre ja langweilig, wenn ich nicht mit einem Running Gag beginnen würde. Und direkt unter mir haben wir gleich zwei Gesichter, und zwar sind das der Steven, den ihr vielleicht schon aus einem Spielbericht mit mir kennt. Und der liebe Kevin, den ihr aus einem Stream zu einer verrückten Liste von Schach mit Würfeln kennen könntet. Oder vom ein oder anderen Turnier, wenn es um das Thema Bären geht. Hallo Ich Steven. glaube, damit habe ich das ganz gut zusammengefasst, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Bär spielt die Bären. Es passt optisch zusammen, also wenn du ein Karneval, der nicht weiße Augen und dann und dich sonst dunkel anmalst und als Panda-Bär gehst, wäre ich enttäuscht. Ja, beginnen wir mit der wichtigsten Frage. Wir haben ja wieder, wir werden das ähnlich handhaben wie das letzte Mal. Das heißt, das Thema heute wird vor allem sein, gemeinsam Hobby zu machen und gemeinsam hier zu schauen und unseren Pile of Opportunities, wie es so schön heißt, ein wenig zu reduzieren. Was habt ihr auf dem Maltisch? Haut's raus. Marvin, fang du mal an, du bist zu meiner du bist rechts. Wer soll anfangen? Marvin, habe ich dir gerade gesagt. Ja, ich habe gleich zwei Eisenbergballisten auf dem Maltisch. Hier, da ist sie zusammengesetzt. Eine ist für mich und eine ist für den lieben Nils. Gegebenenfalls wird die demnächst auch in einer Liste von Nils auf einem Turnier zu sehen sein, aber ich möchte da nichts vorwegnehmen. Auf der Ostdeutschen oder so. Ich will da nichts vorwegnehmen. Ich nenne nur die Liste, die Fraktion, die gespielte Modell. Er hat nicht das Turnier gesagt. Er hat bitte nicht das Turnier gesagt. Stimmt. Ich habe ja nicht gesagt, dass das für die Ostdeutsche ist. Jetzt hat er sogar nicht mal. Jetzt hat er sogar nicht zweimal gesagt. Stimmt. Ja. Dann irgendwelche kaputten Dinge, von denen du uns berichten willst, Marvin? Mummax? Nee. Oder Stompies? Irgendwas nee, zerstört? Eher ist in Ordnung. Eher ist in Ordnung. Nee, klappt. Alles gut. Okay. Auch noch nach zwei Eisenbergballisten. Ja. Ausgezeichnet. Dann gehe ich gleich einfach der Reihe nach weiter. Steven, was malst du? Ich habe, als ich gerade eben meinen Berg durchstöbert habe, mit Kevin zusammen, habe ich mich kurz gefreut, weil ich habe meinen Mordor Kriegskatapult gefunden, das da jetzt schon, glaube ich, eine längere Zeit rumliegt. Und das baue ich jetzt gerade zusammen. Das heißt, einen Haufen Sachen auszuknipsen, gucken, wie baue ich was zusammen. Die Qualität ist jetzt nicht so der Renner, wie heißt das? Feincast, oder Failcast. Ja, ach so. Ja, genau das ja. Ist. Und da passt halt erfahrungsgemäß nicht immer alles so gut zusammen. Aber ich gebe mein Bestes. Das heißt, ein Mordor Kriegskatapult inklusive Besatzung und Troll sind am Tisch. Muss ich mal ausprobieren. Und der Kevin? Halt Bock drauf. Und der Kevin ist dabei, weil dein Bestes nicht genügt. Ich auch so. Okay. Der Kevin ist dabei, um gut auszusehen. Was für einen Bären malst du an, Kevin? Tatsächlich bin ich, glaube ich, einer der wenigen, die kein Pile of Shame haben. Beziehungsweise ich einen mehr oder weniger durch bin. Und deswegen hätte ich runtergezogen.
Deswegen helfe ich den Steven gerade, mal seine Rohans irgendwann fertig zu kriegen und hier sein Dernheim aufzubauen. Genau. Also bist du der lebende Beweis, das dass ein halt Hobby. So. Also. Das heißt, du bist der lebende Beweis, dass ein Hobbyist nicht stirbt, wenn er keinen Pile of Shame mehr hat? Ich glaube schon, ja. Mal schauen. Aber 2024 hat er gerade angefangen und der Pile wird wieder aufgebaut werden. Ich bin beeindruckt. Ich persönlich bin das krank. Für mich ist es auch sehr realitätsfremd, aber es soll auch solche Menschen geben. Und ich mache mein Glücksrad, damit ich meinen Pile of Shame mal loswerde. Ich habe tatsächlich im 2023 sehr viel gemalt, wenn man das noch verfolgt hat, in der 100-Punkte-Challenge. Da habe ich mir gerade in Rot dann 30 Kinn runtergeklopft. Deswegen, also, ich habe relativ viel abgebaut. Ja, dann schauen wir mal, was dieses Jahr geht. Ich muss mich gleich entschuldigen, die Tonqualität ist natürlich jetzt nicht von jedem gleich gut. Das liegt aber auch einfach daran, dass Discord jetzt nicht das perfekte Medium ist. Vielleicht fällt mir irgendwann ein besseres ein, um die Hobbyrunde aufzunehmen. Aber ich glaube, für heute wird es ganz gut sein. Und schlussendlich geht's ja eh, ihr sollt das Gefühl haben, mit uns im Discord zu sein. Ja, last but not least, Lukas. Ja, ich bin gerade dabei, was ich zu Beginn gemacht habe. Ich habe Bases geschnitten. Ich habe, welche sieht okay aus. Ich habe gerade für Angmar, ich will Totensumpf-Bases gestalten. Und da habe ich so kleine, ja, Styrodur-Stückchen geschnitten, damit ich einfach auch ein bisschen Volumen habe, um später auch ein bisschen Sumpf einzugießen. Und da habe ich gerade außen weggeschnitten. Und jetzt werden noch ein paar Angmar-Modelle bemalt. Ja. Also ich habe 9 Stück, ich habe Schatten da, 2 Grabunholde und 6 Gespenster und das ist mein Plan für die Zeit jetzt. Mal sehen, wie weit das ich komme. Klingt sehr solide. Cool. Ich habe jetzt mal angefangen, grundsätzlich... Klingt auf jeden Fall viel. Ja, das auf jeden Fall. Aber mich würde es in letzter Zeit bei dir nicht wundern, wenn du es schaffst. Ja, ich habe auf dem Maltisch heute einen Golfimbul, also das ist immer der Hauptfokus, der jetzt fertig werden sollte, wenn ich es denn schaffe, und sonst noch alles mögliche an Krimskrams, Hobbitbogenschützen liegen hier rum, noch einige Düsterwaldmodelle, ein Grimbeorn und jede Menge anderes Zeug, also mal schauen, was so alles über den Maltisch bei mir heute noch laufen wird. Wir quatschen heute über das Thema Hobbyprojekte. Das heißt, wie gehen die einzelnen Kandidaten aus dieser Runde Hobbyprojekte an? Da gibt es natürlich positive Beispiele wie den Kevin, die es schaffen, einen Pile of Shame auf Null zu bringen. Und dann gibt es Charaktere wie den Marvin, die einen Tag vom Turnierbeginn ihr Projekt abschließen. Also, Hallo. Ja, es sind verschiedene Ansätze, die wir uns heute so anschauen werden. Da ist jetzt einmal grundsätzlich die Frage, natürlich ist jetzt das Thema Projekt nicht bei jedem heute mit dabei, wie man sehen kann, sondern eher quer durch die Bank, was die Malerei angeht. Deswegen frage ich einmal so, was sind eure aktuellen Hobbyprojekte? Von zwei von euch müsste man ja schon mal grob wissen, was die Pläne waren, aber woran arbeitet ihr jetzt tatsächlich projekttechnisch? Also ich weiß zum Beispiel, beim Lukas wird mir auf die Schnelle eins einfallen. Dann fangen wir an, Lukas. Genau, du darfst sprechen. Achso, ja, also zum einen, woran ich jetzt gerade aktuell arbeite, jetzt mal unabhängig von den Agma-Minis, die habe ich auch nur rausgeholt, weil Geländebasteln irgendwie dauerhaft beim am Tisch sitzen ein bisschen schwieriger wird, weil man doch unterschiedlichste Materialien immer mal wieder braucht. Naja, also das eine Projekt ist zum einen, das sieht man hier hinter mir
Für mich ist es rechts. Ich weiß nicht, ob es für euch auch rechts ist oder ob da die Kamera irgendwie gespiegelt ist. Nein, Die für stehen alle hier, die anderen ist guten es Jungs. links. Okay. Ja, okay, spannend. Ja, für mich ist es rechts. Dann seht ihr links hinter mir, seht ihr hier zwei größere Statuen. Die sind jetzt mal sprühgrundiert und die werden jetzt die Tage noch getuscht und dann auch noch ein bisschen mit Gras versehen, Grasbüschel, Moos und so Zeug. Und dann das andere Projekt, das mich jetzt vermutlich noch so gute 2 Monate sicherlich begleiten wird, ist die Bruchtalplatte. Da habe ich jetzt die Tage, ja, sagen wir mal, ein knappes Dreiviertelkilo an Straßenwege verdruckt und sehr viel Zeit damit verbracht und jetzt mal so ein bisschen Probe gelegt. Und ja, jetzt muss dann alles ein bisschen genauer geplant werden, welche Häuser kommen wohin, wie groß werden die Häuser und wie soll das dann alles dann am Ende mal ungefähr aussehen. Da, Und dann reicht es auch erstmal wieder mit Projekten. dann muss ich die bösartige Frage Klingt stellen, die echt. man stellt. Wer ist größer, du oder die Argonauts da hinten? Kommt drauf an, ob die auf dem Tisch stehen. Kommt drauf an, ob wir ihnen eine Kiste besorgen und wenn ja, wie groß die Kiste ist. Nein, ich bin ein gutes Stück größer. Also ich würde. Sagen wir es mal so, ich glaube, wenn man sie dreimal aufeinander stellt, dann sind wir etwa gleich groß. Ihr müsst versuchen, ich weiß nicht, ob ihr jetzt in ein Mikrofon sprecht oder ob das bei euch in die Kopfhörer geht. Gerade wenn ihr kurzfristig auf irgendwas antwortet, Simon und Kevin, versteht man euch sehr, sehr schlecht. Okay. Passt. Gut, das heißt, Hobbyprojekt Lukas ist gesagt. Dann würde ich einfach mal sagen, sprechen wir gleich mit den beiden Herren zu seiner Linken. Kevin, Steven, was sind eure Hobbyprojekte aktuell? Ich weiß nicht, ob der Kevin welche hat, wenn er keinen Pile of Shame hat. Also unsere Hobbyprojekte, also jetzt gerade aktuell sitzen wir, also ich habe vor, meine Rohan-Armee ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, die häufiger zu spielen. Dann will ich natürlich jetzt, wie es hier gerade auf dem Tisch liegt, was ich heute entschlossen habe, ich will das Mordor-Katapult unbedingt mal spielen. Generell noch nie eine Belagerungswaffe gespielt oder Maschine gespielt und das will ich mal austesten. Vielmals zu den Modellen und ich möchte geländebautechnisch möchte ich meine Moria-Platte komplett neu aufsetzen. Also da habe ich jetzt zum Beispiel die Säulen schon komplett gedruckt. Die müssen noch bemalt werden und ich habe die so gedruckt, quasi, dass ich da Löcher reingemacht habe und die hohl gedruckt habe, dass das Resin rauslaufen kann und möchte die dann auch mit Sand füllen, damit die schwer sind und nicht kippeln und nicht umfallen. Geile Idee. Gescheit. Ja, weil es ist ja auch günstig, dann wiegt es was und fällt nicht. Und ich möchte die Platte so ein bisschen aufbauen. Ich finde diesen Treppeneingang, der so nach oben geht, den man auf manchen Bildern mal gesehen hat, den finde ich total episch. Also ich finde den mega geil, wo dann oben so die Zwerge aus dem Tor rauskommen und von unten kommen die Goblins hochgelaufen oder die Orks hochgelaufen. Finde ich mega geil. Sowas in der Art würde ich gerne auf der Platte wiederfinden wollen. Also da muss ich mir aber noch gucken, habe ich auch schon mit Lukas drüber gesprochen, wie hoch, wie breit, soll es begehbar sein, ja oder nein, dass es nicht zu ausladend wird. Weil wenn das eine entsprechende Höhe hat und es begehbar sein soll, dann sind halt die Treppen, Auf- und Abgänge auch sehr ausladend, damit es bespielbar ist. Aber da muss ich mir noch Gedanken machen. Dann hat der Kevin noch Balins Grab, vielleicht das noch ein bisschen integrieren. Ja, Das und was ich ganz gut finde, wäre noch so, was wieder Lukas gemacht hat auf seiner Platte, diese erhöhten Stege, diese Mauerstege quasi, die auf den Säulen stehen. Sowas vielleicht noch, aber es soll auch nicht zu voll werden. Also ganz so genaue Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht, aber das ist mal so der grobe Plan. Und mit Kevin habe ich vor, zusammen noch, wie heißt Amon Hen
zu bauen. Also der hat das Originalteil von Amon Hand hier, das hat er mitgebracht und das soll ich dann bemalen und dann wollen wir zusammen die das auf so einen Hügel setzen und ja, ein paar Bäume noch dazu, noch diese paar Ruinen, dieses abgeschnittene Gesicht, was sich vom Lukas auch irgendwo mal aufgetaucht ist. Ja, dass wir das so ein bisschen noch, also liegt sehr geländetechnisch dieses Jahr so ein bisschen auch der Fokus bei uns. Weil wir noch Matten brauchen. Ja, und warum denn? Ach so. Vielleicht kommen wir dazu einem späteren Zeitpunkt dazu. Schleichwerbung nennt man das, glaube ich. Also, nichts gesagt. Nein, ich rede eh vom Lukas. Warum? Ach so. ich ganz alleine austragen werde. Nein, ja, ich denke, die erste Information kommt bald. Die ersten Informationen sind ja schon raus. Genau. Ja, genau, die Armung. Bei mir ist es eigentlich die Arm- und Hemdplatte, was auch geländetechnisch dieses Jahr vielleicht am Start sein wird. Vielleicht noch was Eigenes geländetechnisch. Muss ich schauen, wie das ist. Ich werde ja dieses Jahr auch einen Nachwuchs erhalten, deswegen weiß ich noch nicht, wie viel Zeit dafür übrig bleibt. Gratuliere. Technisch habe ich mich. Dankeschön. Armee-technisch muss ich sagen, würde ich irgendwas aufbauen wollen. Was Böses, ich habe aktuell eigentlich nicht viel Böses am Start. Ja, sag doch. Und ja, ich habe mir eigentlich überlegt, ob ich dann Moria anfange. Weil mir einfach die ganzen vielen Tools da gefallen mit viel Spielerei und ja, und ein paar Monstern sind auch immer nicht schlecht, von dem her. Wird das, glaube ich, der Plan für 2024 sein. Ich sehe schon sehr... Welch ein Glück haben wir den Kickstarter bekommen. Absolut, oder? Die Sachen sind aber auch richtig geil, muss man dazu sagen. Ich finde den Wächter mega. Der kommt tatsächlich sehr gut ans Original ran. Genau. Für alle zur Aufklärung, die es nicht verstehen, ist der, wir reden vom Kickstarter von Unreleased Miniatures. Zu den Alternativmodellen für Moria. Was hast du gemeint, Lukas? Nicht. Hast du den schon gedruckt? Wieso? Ich drucke nee, nicht. Gedruckt. Ja, aber ich meine, weil du gesagt hast, der kommt sehr nah ans Original dran. Also ich meine, hast du den nur die gerenderten Bilder gesehen oder hast du den auch schon mal ausgedruckt gesehen? Nein, ich habe nur die Renderings gesehen. Okay. Okay, habe ich ihn vergessen? Habe ich was erwähnt? Marvin, Entschuldigung, Marv. Ja, mich. Marv. Ja, ich habe tatsächlich auch noch nicht so wieder das richtige Projekt. Ich baue Gelände, davon viel. Du bist mir so sympathisch, das ist genau mein Humor. Ja, ich würde ja gerne sagen, dass ich mehr andere Sachen mache, aber mache ich halt nicht. Also ich, nur für dich, Michi, ich baue zwei Hütten für meine Weiterradplatte, beziehungsweise habe ich schon ausgedruckt, und habe eine Ruinenstadt, die ich zum Turnier bekommen habe, schon zusammengebaut. Das ist ein MDF-Bausatz. Die Optik danach hat mir aber noch nicht so zugesagt. Jetzt bin ich die gerade mit Hartschaum noch komplett am Frisieren. Oh. Und hoffe, dass ich da ein ganz gutes Ergebnis am Ende bei rausbekomme. Die kann man übrigens ja verputzen. Und ich sagte noch, dass ich so ein bisschen in ein Loch gefallen bin mit Geländebau nach dem Turnier, was ich allerdings jetzt überwunden habe und ja auch schon zwei Wochen rum sind. Man kann MDF übrigens verputzen, also mit zum Beispiel Spachtelmasse oder richtigen Putz zum Beispiel, könntest du dir auch eindecken und so Struktur draufbringen, ohne dass du jetzt explizit alles mit Hartschaum verkleiden musst. Ja, mit Hartschaum habe ich hauptsächlich die Holzoptik gemacht und mit dem Verputzen, ich wollte tatsächlich mal die Tupftechnik ausprobieren. Und da praktisch so eine Struktur nur drauf tupfen.
Das ist sehr vernünftig, das habe ich auch bei meinen gemacht. Das wirkt Wunder. Cool. Projekttechnisch bei mir, ich bin eigentlich jetzt derzeit in keinem Projekt noch richtig drin. Das liegt an mehreren Sachen. Erstens, weil ich noch auf Material warte für das eigentliche für mich Hauptprojekt. Und auf der anderen Seite, weil ich noch nicht dazugekommen bin, beziehungsweise gehe ich die Sachen eher locker an. Eines der Projekte ist jetzt für den Februar Frühjahrsputz, das heißt Modelle malen, die bis jetzt noch nicht die Liebe bekommen haben, die sie verdienen. Unter anderem gehört der Golfimbul dazu, der dringend eigentlich vom Maltisch weggehört, weil es eigentlich ein cooles Modell ist und ja. Aber okay. Ja. Wo hast denn du den her? Vom Marvin. Ah, okay. Ich suche dieses Modell und finde es nicht. Also bei mir liegt einer, wenn du ihn suchst. Aber wenn du einen haben möchtest für dich, dann würde ich mal auf eBay suchen. Okay, alles klar. Hat er schon geguckt, ist er nicht. Ja, jetzt würde ich einfach mal sagen, starten wir rein in das Thema. Ich versuche das Ganze hier ein bisschen zu moderieren, weil mit 5 Leuten ist es sehr schwierig, dass wir uns nicht gegenseitig reinreden. Deswegen versuche ich immer so nach und nach anzumoderieren, wer reden darf. Ich hoffe, das tut dem Ganzen keinen Abbruch an sich, also im Sinne von des Hobby Talks. Und zwar, wie gehen wir jetzt an Projekte ran? Wie ist unser Weg zu einem entsprechenden Ergebnis? Und nachdem ich weiß, bei einer Person, dass wir hier zwei Gegensätze in der Runde haben, die ganz unterschiedlich an das Thema Projekt rangehen, würde ich einfach mal anfangen. Wir haben die Äquivalente der Chaos-Theorie und die des so lange zerdenken, bis die Arbeit erledigt ist. Lukas, erzähl uns doch mal, wie du so ein Projekt startest. Schauen wir im Fokus jetzt auf Bruchtal. Also ich bin der absolute Chaos-Typ, den der Michi gerade angedeutet hatte. Das Problem ist, an der Beschreibung, die Michi eben meinte, mit alles so lange zerdenken, bis es erledigt ist, das Problem ist, tatsächlich hilft es nicht. Auch nach dem Zerdenken muss ich es noch machen. Nein, also grundsätzlich, ich bin tatsächlich eher von der Sorte, wenn ich ein Projekt anfange, oder vielleicht ist es zumindest auch jetzt halt bei Bruchtal auch wieder der Fall, wie damals auch bei Seestadt, dass das grundsätzlich Projekte sind, die ich nicht ganz so simpel finde, weil ich einfach das Gefühl habe, okay, da kann man nicht, so hart wie es klingt, irgendwie 3 Häuser bauen, stellt sie einfach hin und sagt dann, okay, dann kann ich mir schon alles so zurechtschieben, dass es am Ende gut aussieht. Das funktioniert da einfach nicht ganz so gut, insbesondere weil ich jetzt halt auch bei Bruchtal eine ganze Platte mache und nicht nur letztlich mit Matte und jetzt habe ich einen Hänger, mit Matte und verschiebbarem Gelände letztlich arbeiten will, sondern eben eine fertige Platte bauen, wo dann letztlich nur noch so ein paar Häuser und sowas draufgestellt werden. Und das ist einfach der Punkt, dass man dann einfach auch mehr konkret in die Planung reingehen muss. Also man hat ja gar keine andere Wahl. Man muss sich genau überlegen, wenn man eine fertige Platte baut, okay, wo können denn Marker liegen? Welche Punkte auf der Platte gibt es denn eigentlich, wo ein Marker sein könnte? Weil die darf ich natürlich nicht zuplanen, dass dann da später irgendwie, keine Ahnung, ein Haus steht, das dann nicht mehr verstellt werden kann oder sowas. Deswegen, oder eben nur noch komplett weggestellt werden könnte, und das wäre ja auch schade. Und deshalb bin ich von der Sorte, dass ich versuche, meine Geländeprojekte, bevor ich eigentlich gewissermaßen den ersten Spatenstich mache, mehr oder weniger schon so eine Art Architekturplan erstelle, wie ich mir das eigentlich vorstelle, was ich machen möchte, und dann nicht einfach drauf losbaue, sondern eben konkret überlegt habe, okay, was möchte ich eigentlich umsetzen und was brauche ich dafür? Bevor ich ein Projekt anfange, sorry. Ja, nein, mach nur.
Rede dich Also aus. sprich einfach nur, bevor ich ein Projekt anfange, sind meistens schon so, ja, so 10 bis 15 Stunden Planungszeit eigentlich mehr oder weniger schon locker drin. Und ich glaube, Bruchteil hat schon mehr. Gerade viel. Vielleicht überschätze ich es auch, aber ich glaube, es sind schon so viel. Und Respekt. wie schauen solche Planungssachen bei dir aus? Also im Sinne von, ich weiß ja, wie es ausschaut, aber du sollst es ja beantworten. Okay, also jetzt beispielsweise bei Bruchteil ist es halt dann so, dass ich habe heute Mittag euch ja auch ein Bild geschickt, grundsätzlich jetzt mal gesagt habe, okay, ich überlege mir, was möchte ich auf der Platte darstellen. Das heißt, welche Häuser ungefähr, was ist vielleicht das zentrale Merkmal einer Gegend, die ich darstellen möchte. Und dann ist es meistens auch eben das, was ich zentral auf der Platte haben will und was ich irgendwie realisieren möchte. Bei Bruchtal ist es tatsächlich eine etwas größere Herausforderung, wie ich finde, weil Bruchtal, naja, nicht so viele Nahaufnahmen irgendwie in den Filmen bietet, dass man da so richtig viel Inspiration bekommt, sondern meistens hat man irgendwie Bilder aus gefühlten 3 Kilometer Distanz und da kann man sich dann die Häuser nicht so perfekt anschauen oder man bekommt Bilder von innen, innerhalb eines Hauses und auch die bieten natürlich dann nicht so viel Infos darüber, wie es eigentlich von außen aussehen könnte. Und deshalb überlege ich mir dann, okay, was möchte ich eigentlich auf der Platte haben? Jetzt zum Beispiel bei Bruchtal will ich auf jeden Fall den Elronds Rat andeuten. Das heißt, dass es da irgendwie ein Geländestück gibt, wo dann halt grundsätzlich dieses kleine Podest mehr oder weniger abgebildet ist. Dann will ich diesen Steinfelsturm haben, bei dem der Weiße Rat tagt im Hobbit, weil das auch ganz cool aussieht mit einem kleinen Wasserfall und so weiter. Dann möchte ich, und das ist jetzt auch das Letzte, was ich da zuerst mal erzähle, was ich konkret haben will. Das dritte Wichtige für mich ist natürlich auch der Punkt, an dem einfach diese Statue die Bruchstücke von Narsil hält. Das heißt, dass ich das auch irgendwie mit einbaue. Und das ist eben auch so ein Punkt, wo ich mir dann viele Gedanken darüber machen muss. Und vermutlich kommt da auch irgendwann noch ein Tutorial dazu, zu dem Geländestück auf YouTube. Aber das wird noch ein bisschen dauern, bis das dann natürlich kommt. Weil, naja, grundsätzlich ist dieser Raum halt dadurch gekennzeichnet, dass man auf einer Seite letztlich das Gemälde sehen sollte, wo Isildur den Ring vom Finger schlägt. Und auf der anderen Seite sollte man aber natürlich auch irgendwie noch die Bruchstücke von Narsil sehen. Das heißt, man muss in dieses Gebäude irgendwie von zwei Seiten reinschauen können, was schwierig ist, weil eine Seite eigentlich eine Wand ist, wo ein Bild hängt. Und deswegen muss man sich da dann, oder musste ich dann länger überlegen, wie kriege ich es denn dann eigentlich trotzdem realisiert, dass man beides sehen kann und dennoch halt das Ganze irgendwie ganz okay aussieht. Und deshalb brauche ich eben auch meine Zeit, weil ich mir genau überlege, wie will ich das letztlich umsetzen. Und Ich hätte dann, um jetzt darauf tatsächlich zurückzukommen, ja, Michi. einen Wunsch für ein Geländestück. In Bruchteil. Ja. Bitte mach Das einen hättest du vor der Brunnen. Planungsphase einbringen müssen. Ja, ich wurscht, ich wünsche es mir trotzdem. Ich wünsche mir einen Brunnen mit nackten, badenden Zwergen. Warum? Aus der Warum? Erster Hobbit Extended. Extended-Variante vom Hobbit. So. Da sieht man auch sehr Ach viele so, kein, also Bruchtal-Bilder nicht als. übrigens. Okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte, du meinst als Statuen nackte badende Zwerge, aber jetzt die Filmszene. Nein, ich. Ja, aber tatsächlich ja unwahrscheinlich. Aber stell dir mal die Lacher vor, wenn du da lauter nackte Hintern auf einem Brunnen im Bruchtal hättest, die sich gegenseitig mit Handtüchern schnalzen. Ja, das kann sein. Ich kann mal drüber nachdenken, aber ich weiß noch Ist nicht, schon ob ich so. abfällig. Ich weiß aber noch nicht, ob ich so begeistert davon bin, in dem eher filigran, noblen Bruchtalgelände dann nackte Zwerghintern einzubauen. Die machen Das den hat sich Elrond auch Kontrast. ein bisschen gedacht. Ja, ich weiß, dass jetzt. Ich wusste, dass dieser Kontrastpunkt jetzt natürlich kommt. Ich will nur sagen, ich habe es hier genannt. Wenn ihr das ebenfalls wollt und verlangt, dass Lukas nackte Zwerge in seine Platte einbaut,
dann schreibt es in die Kommentare. Spammt seinen Kanal zu. Unter jedem Video vom Bündnis der 2Ms soll stehen, wir wollen nackte Zwergen hindern. Würdest du es dann tun, Lukas? Weiß ich noch nicht. Andere Frage. Steckt 200 Stunden in die Platte und dann kommt da runter alle und crashen die Plan. Genau. Ich bringe so ein Geländestück mit zur Bavü und tausche das einfach aus. Wie viele Kommentare unter deinen Videos mit nackten Zwergenhintern braucht es, damit du es machst? Einfach damit du zumindest das Video auf deinen Kanal bringst? Eine Million. Auf sowas lasse ich mich erstmal noch nicht ein. Das Problem ist eher, wo kriegst du erstmal die Modelle dafür her? Also das umzusetzen, ich weiß nicht mal, ob das ein Tutorial wert wäre. Du nimmst einen Brunnen, stellst Zwergenmodelle rein und nimmst Epoxidharz. Das ist jetzt... Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt ein Tutorial wert wäre. Um das geht's jetzt. Würde ich gerne wissen, wie das geht. Ja, ich würde es mir anschauen. Michi, wenn du Minis findest, die ich dafür benutzen kann, dann überlege ich es mir. Du wirst noch blöd schauen. Also ich wage zu behaupten, ich werde kleine, nackte Menschen finden, denen du dann nur mehr die Köpfe der Zwerge aufkleben musst. Und ich kann es mir überlegen. Und wir finden sicher irgendwen, der Thorins Gemeinschaft sponsert, damit du die Köpfe absäbeln kannst. Steven meldet sich. Und wenn du das Geländestück nicht baust, baue ich. Aber wirklich, ich will dieses Geländestück. Ist ja okay, ich mache mir Gedanken drüber. Plane, Stunden, ja! Tu es! Du willst es doch auch, du weißt es nur noch nicht. Okay. So, jetzt haben wir genug über den Planer gesprochen, würde ich sagen. Jetzt haben wir genug über nackte Zwergenhintern geredet und wir kommen weiter zum Chaos. Normal, wir sprechen aber nicht von der Old World, wo es um Chaos, also wo die Chaos der Feindschaft aller ist, sondern hier reden wir von einer realistischen Variante. Marvin, erzähl uns mal, wie du ein Projekt umsetzt. Ja, tatsächlich gehe ich das nicht ganz so strukturiert an wie der Lukas. Aber grundsätzlich Überlegungen mache ich mir natürlich auch. Bei mir der Unterschied ist eigentlich, dass ich sehr viel mehr davon ausgehe, was für eine Mini sehe ich oder welche Idee für ein einzelnes Geländestück habe ich gerade. Und ich baue tatsächlich mehr einzelne Geländestücke und füge die dann später zu einer Platte zusammen. Also wenn ich einfach nur eine Grundidee für ein Geländestück habe, dann fange ich meistens auch sofort an. Und dann wird das auch während des Baus noch ein bisschen angepasst. Und gegebenenfalls ein bisschen abgeändert. Und wenn ich jetzt das nicht so auf Geländebau beziehe, bei Figuren oder Armeen, meistens ist es da so, dass ich einfach durch das Armeebuch blätter, irgendeine Armee ganz gut finde, schaue, ob ich die Dateien habe, feststelle, dass ich die erschreckenderweise habe, die komplett ausdrucke und dann feststelle, okay, jetzt hat es eigentlich doch keine Lust mehr, dann fange ich was Neues an. So kommen Arno, dann auch diese Liter-Eimer zusammen. Arno hattest du übrigens nicht. Ja, krieg ich aber. Du hast Hanauer nicht? Als Datei. Ja. Krieg ich erst in 2 Wochen zugeschickt. Okay. Was hast du gesagt? Arno-Dateien bekommst du in 2 Wochen. Ja.
Okay, dann muss ich den zweiten Ja, du hast ja Kasten. meine Nummer. Muss ich schon vorblocken dann. Stehe schon ein bei dir in der Kreide. Mach gleich zwei draus. Wie gesagt, der Spielfeld steht hier schon für dich aufgebaut bereit. Ausgezeichnet. Ich war letztens tatsächlich eine halbe Stunde von dir weg. Ja, schön, dass du nicht vorbeigekommen bist. Ja, so bin ich. Nee, ich komme meistens, ich komme gerne unangemeldet und passe dann rein. Ja, alles gut. Fühl dich wie Tatsächlich zu Hause. ist es gerade Zufall, weil es wäre, also wenn ich dich noch, wie wir es ja bereits besprochen hatten, besuche, dann sind gerade alle drei, die ich schon spontan besucht habe, und auch die einzigen drei, die ich besucht habe, alle vereint. Gerade lustiger Zufall. Haha. Ich habe mir auch gedacht, ihr seid drei der wenigen, ich sage mal, aus dem deutschsprachigen Raum mit, ich glaube, wie viel sind es noch? Vier Ausnahmen. Ich glaube, es gibt insgesamt mit euch drei, sieben Leute, die schon mal den Hobbykeller aus einer anderen Perspektive als der Kameraperspektive gesehen haben. Die heiligen Hallen. Ich weiß nicht, ob es Hallen sind, so groß sind sie nicht. Für mich schon. Doch. Ja, für mich schon, Luki. Fantastisch. Ich meinte hier Aber natürlich nicht größentechnisch, sondern einfach emotional. wollte ich gerade sagen, im Lukas geht es ja nur um den emotionalen Wert des Ganzen. Ja. Und wenn deine Hallen nicht so groß sind, deine Kochkünste sind es. Das stimmt Stimmt. tatsächlich. Ich habe für jeden von euch drei, Kevin, du fehlst noch, gekocht. Tatsächlich. Nicht mal vorbei, weil der Dicke ja fürs Essen kommt. Muss ich für dich Lachs Jetzt machen? werden wir aber hier Klischee haben. Lachs. Lachs. Den Lachs. Fisch. Lachs Ich für würde einen gerne noch. Bären. Ach so. Guten Morgen. Auf jeden Fall. Okay. Aber du, ich freue mich dann auf ihn zumindest über einen Beoninger Battle Report. Auf jeden Fall, das machen wir. Das kriegen wir hin. Essen gibt es nämlich nur gegen, Das Ka kriegen gegen wir hin. Kameraauftritte. Das klingt fast ein bisschen, klingt fast ein bisschen falsch. Ja. Also nachdem wir schon viel über nackte Zwergenhintern gesprochen haben und jetzt noch sowas, vielleicht wird das Video doch FSK 18. Und es liegt Ist ja nicht an schon euch. vorher angekündigt worden. Ja, wobei vorher haben wir gemeint, weil sie euch gegenseitig beleidigt und nicht deswegen, weil ich ja unangemessene, wie sagt man am besten, Offerten erbringe. Hä? Sag nochmal. Wo kommt der jetzt hin? Da ist sogar kein Platz mehr. Wo soll denn Mary hin? Der passt sich Mary kommt ziemlich vorne. geil ein. Der passt sich vorne auf die Der Mähne passt nämlich drauf. perfekt. Ja, Mary der ist passt. sie. Es sieht aber total krass aus. Weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das sieht einfach aus wie so eine, von der Pose her, wie so eine königliche Wache. Und da vorne drauf soll jetzt noch Mary. Mary ist nur halb. Ja. Das ist nur ein halber Körper. Und man muss auch Ach dazu sagen, so, okay. das haben sie nämlich deutlich besser gemacht bei Dernhelm als bei Gandalf, weil Dernhelm ja so designt ist, dass du es auch ohne Merry bauen kannst, damit es eine Eowyn ist. Und bei Gandalf schaut es total kacke aus, wenn du ihn ohne Pippin baust. Ja, stimmt. Bei Ich Gandalf ist nehme so mal. ein Riesenloch gefühlt. Ja, genau. Der sitzt Ja. theoretisch hinten auf der Hüfte vom Schattenfell. Gut, aber ganz ehrlich, dann lass Merry weg zum Bemalen, weil so, das sieht's ja dann. Wobei, knipp sie mal auf und heb ihn mal hin, weil ganz ehrlich, wenn die Hälfte von ihr verdeckt ist, dann kann ich die auch, dann kann ich, muss ich nicht bemalen, also. Nein, nein, Jungs, Jungs, gar nicht draufkleben. Einfach nur drauf stecken. Das ist relativ, der sitzt gut. Und wenn dann Mary mal stirbt, kannst du ihn einfach rausnehmen.
Ah, ja, okay, dann danke. Der alte Rohan-Spieler hat einfach keinen Plan. Der alte Rohan-Spieler, genau. Meine Schafhaare. Ich Ja, versuche gerade okay. was sehr Oh, Krankes habe bei ich nie gesagt. meiner Mini und ich weiß nicht, ob es was wird. Ich versuche dem meinem Wag Ich weiß nicht, ob ich wissen will. einen Totenkopf Kriegsbemalung aufzumalen. Ich bin mir noch Wohin nicht sicher. aufzumalen? Ins Ins Gesicht. Gesicht? Bin mir noch nicht sicher, ob das was wird. Aber wenn es was wird, könnte es cool werden. Ja, lass mal weg. Welche Farbe soll der Wagen denn werden? Der Wag ist dunkelbraun. Und dann weiß der Totenkopf oder schwarz? Wobei schwarz sieht man dann, glaube ich, schlecht. Nein, nein, Bei so dunkelbraun. ein bisschen schlammiges Grau, als hätten wir es mit einem Kalk aufgemalt. Wäre die Ah, Idee. okay. Und bei, warte mal doch. Machen drauf. Wir machen drauf. Ja. Da bin ich gespannt. Das heißt, du malst jetzt aber auch gerade. Zeig mal, wenn es soweit ist, wenn es in dieser Folge noch kommen sollte. Ich glaube, Bin mal gespannt. ich bin es grundsätzlich gleich und ich glaube, es schaut besser aus, als ich befürchtet habe. Aber ich zeige es euch dann, wenn es soweit ist. Ich glaube, die Zähne Also, machen würde es ich jetzt sagen, also gerade. ich bin fertig. Mach's gut, gell? Naja, Eowyn oder Dernhem zu Fuß, klebe ich nicht zusammen, das wäre viel zu doof. Warum ist der Brustpanzer in zwei Teile geteilt? Nee, kein Bock. Ich das kannst du Gut. schön selber machen. Ja, hier. Wenn du mit deinen Wurstfingern nicht Die reinkommst, oder was? Alte hat einen Brustpanzer und der ist in zwei Stücke geteilt. Ja, also Spaß und Spiel zusammenbauen. Nee, das kannst du selber machen. Danke. Danke, Kevin, dass du mir Dernhem zusammengebaut hast. Voll nett von dir. Und Pippin steht auch schon. Das ist so der beste Held im Spiel. Sehr super. Danke, Kevin. Danke, 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 Kevin. Kevin. Danke. Danke, Kevin. Guck mal. Einfach mal ein Beispiel dran legen, ja? Nee, zwei. So, und hier bitte. Ach, okay. Bring dir eins mit, danke. Ha? Okay, jetzt warten wir kurz, Ach, bis der ja. Kevin wieder da ist und dann dürft ihr erzählen, wie ihr eure Projekte angeht. Wo ist Nein, ich Kevin glaube, hin? der hört uns sowieso. Ich hab eine kurze Frage. Ich glaube, das war auch schon mal Thema. Soll ich dem Katapult eine Base geben, ja oder nein? Also, ich hätte jetzt gesagt, ja. Wird Sven dann Geschmackssache. nicht auf die Base draufkleben? Ich mag Bases. Meine sind geklebt. Das heißt, Michi, du hast geklebte Bases unter generell, ich sage jetzt mal, Belagerungswaffen. Ja, also das Einzige, ich habe noch keine unter meiner Isengard-Liste und das ist der Grund, wieso die nicht fertig ist. Okay, und das machst du warum? Transport. Und es Und schaut. Base-Gestaltung. Und Base-Gestaltung schaut einfach schön aus. Ich finde eine leere. Es schaut einfach so unfertig aus, wenn da ein Katapult steht und rundherum alles auf Bases. Du hast einfach überhaupt kein rundes Armeeschema, wenn du deine Belagerungswaffe ohne Base hinstellst. Meine Eisenbergballiste auch auf dem Bild gemacht. Das passt einfach besser dazu. Und ich finde, bei der Und Eisenbergballiste dann ist hast du sogar auch noch noch. schlimmer.
Weil bei der ist es ja sogar so, dass du die Besatzungsmitglieder eigentlich ans Gerät bauen müsstest, damit es richtig ausschaut. Und dann ist natürlich cool, wenn Was du dich auf sage die denn Base hier? setzen kannst. Marvin, was? Entlastungsbedienung? Ich habe hier schnell auf Boom. Bases geklebt. Haben sie auch gemacht. Das ist kein Thema. Da kann man einfach die schön mit, ich habe ja auch auf Bases gestellt, da kannst du einfach Belagerungswaffe dran stellen. Aber wenn ihr euch jetzt mal ganz kurz mal eben Ding anschaut, Copyright, wie Copyright. ist denn, wie ist denn hier das Thema mit den Bases, die dann da, also klebe ich dann, die muss ich ja dann auch einzeln machen. Weil die einzelnen Besatzungsmitglieder haben ja dann auch eine eigene Base. Der Troll und die drei Dudes. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Michi hat ja den Vorteil, er verwendet ja Flatbases. Da kommt man halt so oder so Wie keine bitte? Ahnung, auf die Modelle bis auf die Basen drauf. Ja gut, das ist richtig. Weil, Ja gut, aber noch die, nee, nein, die muss ich ja nicht. Ich kann mir ja auch eine ausschneiden. Das muss ja keine, also A kann ich, könnte ich mir eine drucken. B, also B, wow. A könnte ich mir eine drucken. Ich möchte aber nicht, dass die rund ist. Boah. Sondern so, ja, zum Beispiel oval. Quadratisch sieht, glaube ich, scheiße aus, oder? Dann mach's doch Also, oval, ist doch so egal. ich habe eine Ovalbase drunter. Ja, denke ich, ist am sinnvollsten. Schaut auch Die cool aus von der Drachenbase Form müsste doch her. eigentlich ganz gut gehen, oder? Ja, genau. Drachenbase ist ein Ticken zu groß. Vom Höhlendrachen? Ja, genau. Naja, also hier haben wir das Grundgestell. Es gibt von Die könnte, Renedra, ja. Steven, es gibt von Renedra eine Ovalbase, die ist, glaube ich, 11 cm in der Länge. Dieser bisschen kleiner als die Drachenbase und hat den großen Vorteil, dass sie dann aber flach ist. Was gerade bei dem Bereich, wo man sagt, oh, ich kann meine Modelle nicht draufstellen, nochmal ein guter Punkt ist, weil du problemlos auf die Flachbase stellen kannst. Das heißt, das ist auch ein ziemlich cooles Teil für gerade für die Gestaltung von die Belagerungswaffen. Ja, okay. Steven, Gut gib zu mir wissen. Bescheid, was du für eine Base haben willst. Ich mache dir eine Druckdatei fertig und schicke dir die Druckdatei. Ja, Dann. ich habe auch selbst welche. Das ist ein relativ großer Fundus, weil ich mag diese Bases gerne, die auch innen ausgehöhlt sind. Also ich bin jetzt nicht so wie der Michi ein Fan von Flachbases. Auch wenn ich das Argument verstehe dahinter, ich mag es ganz gerne, wenn die unten ein wenig hohl sind, damit ich da meine Magnete reinsetzen kann, um das Ganze zu magnetisieren. Und da habe ich einen relativ großen Fundus von so ziemlich fast allem, was GW, also es ist nicht GW, aber es ist halt mit diesem Hohlraum unten drunter designt und die kannst du ja skalieren in verschiedenen Ja, Größen. genau. Aber wenn ich Hilfe brauche, danke für das Angebot, melde ich mich natürlich. Okay. Lukas, ich bräuchte eine Flachbase für für Okay, meine Ballista. Für die Isengard. Ja. Klar, musst mir nur sagen, was du für eine brauchst. Übrigens, Steven und Bin ja Kevin, ihr eigentlich werdet gerade. beim Ach. Thema Projekte dran. Kevin, fang du an, du hast gar nichts zu tun. Also Geländebau ist, gucke ich eigentlich, dass ich mir die grob aufmale, entweder auf dem PC, auf dem Tablet oder mal auch handschriftlich, dass man ungefähr weiß, wo man welche Geländestücke haben möchte, beziehungsweise mache ich mir erstmal eine Liste eigentlich von den Geländestücken, die ich dann gerne haben möchte. Was mir wichtig ist, ob ein Centerpiece gibt oder mehrere kleine Teile. Dann gucke ich erstmal, wo ich die Sachen herbekomme. Ja, bestell mir die Sachen oder ich frage den Lukas, ob der Ideen hat, wo man was herbekommt.
Ja, und dann wird langsam Stück für Stück tatsächlich einfach die Geländestücke. Ich mache meistens dann erst das Centerpiece fertig, damit man sich daran aufrichten kann. Und gut, was da noch passt. Ja, und dann wird die eigentlich nach und nach aufgebaut. Da muss ich sagen, das ist relativ straightforward, nichts Spezielles. Und bei Armeen ist es tatsächlich auch. Ich weiß, dass Steven das eigentlich gerne so macht. Der hat so eine Liste im Kopf, die er kauft dann die Modelle für diese Liste. Für die ich eigentlich nicht. Ich sag, wenn ich eine Liste, wenn ich eine neue Armee oder Fraktion anfangen möchte, dann möchte ich, habe ich eigentlich in meinem Kopf, möchte diese Fraktion rein auf 700 Punkten spielen können. Also das heißt, ich gucke mir die an, was ich spielen möchte, was ich spielen möchte, und dann sage ich, okay, die und die Modelle brauche ich dafür, die und die werden gespielt, die und die gefallen mir ganz gut. Ich bin auch nicht so immer darauf hinaus, dass es unbedingt kompetitiv sein muss. Ich spiele auch viel Quatsch. Ja, also ich bin auch zum Lukas schon auf ein Turnier gekommen mit All Mounted Eisenberg. Leider gegen Lukas Massen an Goblins geraten. Ja, war super, ohne Initiative. Und ja, und dann kaufe ich mir die Schritt für Schritt und die mal so auf einmal. Ich meine, ich bin auch nicht reich. Und dann wird die aufgebaut und geguckt, dass ich mindestens 700 Punkte rein spielen kann und wenn ich die mal fertig habe, dann wird geguckt, was man damit verbinden kann, was man damit noch so machen kann. Nichts Spezielles, außer dass ich halt sagen möchte, ich möchte jede Armee 700 Punkte rein spielen können. Gut, soll ich? ja, also bei mir ist es so, die Klassen, die ich jetzt bisher gebaut habe, die waren alle eigentlich unterschiedlich. Also wenn ich überlege, die erste Moria-Platte, die ist eigentlich, das war so ein Schnellschuss-Test, sage ich jetzt mal eigentlich. Die ist aus einem Test entstanden. Von Videos aus der HTL, wie man diese Felsen mit dem Cuttermesser rausbricht, über den Wildtop Workshop direkt den Heilbrandschneider gekauft und sich dann direkt an den Säulen probiert, aber stark abgewandelt. Erstmal, um in das Thema halt reinzukommen. Dann habe ich mit den Säulen angefangen, hatte noch so ein paar Felsen, die ich dann rausgebrochen habe und habe das dann so hingestellt und habe dann mal überlegt, was könnte da noch dazu kommen. Dann habe ich aus Resten so einen Thron gebastelt, der auf so einem Podest stand oder steht. Und also die ist eigentlich so während der Arbeit entstanden. Also ich habe da jetzt keine Skizze irgendwie gemacht oder so, sondern das ist alles aus dem Kopf heraus. Ah, da kann ich noch das probieren als Test so ein bisschen. Dann die gemeinsame Osgiliath-Platte. Die war auch wieder mit einem komplett anderen Schema gebaut. Da war es eigentlich so, wir haben uns die Matte geholt und haben dann geschaut, wie laufen die Wege, wo haben wir Platz, weil diese Matte ist halt nicht komplett Kopfsteinpflaster, sondern da sind Wege drauf. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen, es bringt jetzt nichts, wenn du da vier große Brocken draufstellst, weil da passt mit den Wegen nicht, sieht irgendwie doof aus. Deswegen haben wir dann gesagt, okay, ein, zwei große Geländestücke, wo dann auch diese magnetisierte Ruine mit dabei ist. Und wir brauchen noch fünf, sechs kleinere. Oder drei mittelgroße und vier kleinere. Und dann wurden die so ein bisschen verteilt. Ja, ich habe Bock, das zu bauen. Ich habe Bock, das zu bauen. Dann wurden die gebaut. Und das hat funktioniert. Und bei der nächsten Platte will ich so ein bisschen machen wie der Lukas. Nur mit ein bisschen weniger Stunden, weil ich muss auch arbeiten. Und wow! Und ich habe vor, logischerweise zuerst die Matte zu holen. Ich finde immer so, das ist so mein Grundstock. Ich brauche zuerst die Matte, damit ich sehen kann, wie sind die Farben, wo kann man vielleicht was Geiles reinsetzen oder so, weil die mit dieser 3D-Optik halt mittlerweile, finde ich, eigentlich immer ganz nice aussehen. Dann habe ich die Matte und dann will ich probieren zu sagen, okay, zum Beispiel jetzt bei Amon Hen beziehungsweise der neuen Moria-Platte, dass ich mir so, ja, ich will jetzt nicht sagen Papierfetzen, aber so Kartonstücke
um dann mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie voll soll die Platte eigentlich werden. Jetzt mal unabhängig von der Höhe. Dass ich dann sehe, okay, passt da ein Mumak durch? Kann da eine Belagerungswaffe spielen? Kann da eine Reiterarmee was reißen? Und. Und dann zu sagen, okay, jetzt habe ich diesen Platz und was mache ich mit diesem Platz? Soll da ein Fels hin? Soll da ein schwieriges Gelände hin? Soll da eine Baumreihe hin? Oder. Und dann entsteht das Ganze eigentlich aufgrund von Bildern, die ich mir aus dem Netz anschaue, entsteht dann ein Konstrukt in meinem Kopf und dann baue ich einfach drauf los. Also viel mit Skizzen arbeite ich da jetzt nicht. Boah, das sieht nice. Boah, weißt du, wo das eigentlich auch gut reinpassen könnte? Wenn du da einen Mahuthäuptling draufsetzt. Wegen dieser Schädel. Meine Mahuts haben nämlich auch eine Schädelbemalung. Genau. Ja, so entstehen eigentlich Platten bei mir. Also sehr viel aus dem Kopf heraus. Und dann schaue ich mir das Geländestück an und überlege dann, natürlich muss man dann auch irgendwann einen Cut setzen. Ich denke, das kennt ihr alle, weil sonst verkünstelt man sich und hat nach 20 Stunden ein Haus fertig. Beziehungsweise, ja, was heißt ein Haus fertig? Je nachdem, was das für ein Haus ist. Also bei einem Seestadthaus verstehe ich das, aber bei einer Mahuthütte 20 Stunden wird schwierig. Und ja, so entstehen meine Projekte, was das Geländebauthema angeht. Und was Listenschreiben angeht, bin ich eigentlich mittlerweile sehr strukturiert, weil ich habe einmal einen riesen Fehler gemacht, wie schon zu Beginn gesagt, war Rohan meine Startarmee. Und ich hatte die Starterbox. Und der liebe Steven hat dann halt angefangen, alle Reittiere zu bemalen und alle Reiter zu bemalen. Obwohl ich die eigentlich nie alle spiele. Das heißt, ich habe mir im Vorfeld eigentlich Zeit genommen für Modelle, die ich in dieser Zeit lieber hätte bemalen können, weil ich sie spielen wollte. Deswegen mache ich das jetzt mittlerweile so. Ich glaube, die Idee habe ich aus irgendeinem Podcast. Gibt da ja so ein paar Unbekannte. Und da war es eben so, dass dann ich gesagt wurde, dass es eigentlich sinnvoll ist, sich die Liste erstmal zu schreiben. Das heißt, was will ich spielen? Will ich Monster spielen? Will ich Masse spielen? Will ich Helden spielen? Und dann zu schauen, was habe ich? Und dann stocke ich eben auf. Das heißt, ich baue eine Armee auf nach einer Liste für ein Turnier, für eine Punktzahl, für ein Fun-Game. Und dann wird aufgestockt. Also im Prinzip das bisschen das Gegenteil von dir. Aber ja, so mache ich das eigentlich. Ich bin auch nicht so der große Fan davon zu sagen, mittlerweile bemale ich lieber kleine Gruppen oder einzelne Modelle. Wenn es jetzt ein uniformes Farbschema ist, wie, keine Ahnung, Farad, Rohan, Minas Tirith oder so, da kann man mal 5-6 am Stück runterpinseln. Aber grundsätzlich habe ich immer gerne so Dreiergruppen. Da habe ich Zeit, die ich investiere, aber habe auch gleich einen Erfolg. Wenn du so 12 Modelle auf einmal bemalst, denkst du, oh, nach dem 10. Pferd, braun, schwarz, da geht dann irgendwann die Lust flöten. Ja, deswegen. Lieber kleine Gruppen Fortschritt erzielen, als kleine Wertschätzung dann für sich selbst zurückzuziehen, herauszuziehen und dann zu sagen, okay, jetzt kommen die nächsten drei. Bietet auch, finde ich, mehr Abwechslung. Okay. So halt bei manchen Armeen, wenn du halt auch viele Modelle brauchst, viele Kriegermodelle, die musst du ja irgendwann bemalen. Natürlich, natürlich. Und dann bin ich eher dafür so eine gute, bereite ich mir 20 Stück vor, dann knall ich die 20 Stück halt runter. Ja, das, wie gesagt, davon bin ich mittlerweile ein bisschen weg, weil ich einfach dann die Wechselung haben möchte. Also ich knipse die dann alle auf einmal aus, aber bemalen, weil irgendwann, ich kann nicht, die Farbe, die wird mir trocken. Und es ist schon schlimm, das ist mehr. Nach dem 30. Hübsterwald-Elb hast du halt keine Lust mehr. Eben, also, eben. Aber ich denke halt immer, ja, musst du durchziehen. Aber da ist eh, denke ich, jeder wie es ja möchte. Das kommt bei mir zum Beispiel extrem drauf an, wenn ich wirklich eine Armee anmal, dann habe ich wirklich, dass ich meistens zwei oder drei Farben
wirklich auf 40 Modelle draufknall und dann in einzelnen Fünferpartien oder so runterarbeite in die Details. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt nehme, ich habe im Jänner habe ich für einen von so einem Würflord eine Arno-Armee angemalt. Ich habe zuerst alle Modelle silber gebürstet, dann habe ich allen Modellen die Stofffarbe draufgeklatscht. Dann habe ich allen Modellen die Hautfarbe draufgegeben und dann habe ich es erst in 5er Schritten rausgenommen und die Details gemalt. Und da, einerseits, du bist mördermäßig schnell und wenn du das auf die Grundfarben reduzierst, das heißt auf die Sachen, die wirklich große Flächen haben, dann musst du auch nicht so genau malen, dass es frustriert. Weil was ich zum Beispiel überhaupt nicht aushalte, bei 20 Modellen Gürtelschnallen malen. Da wirst deppert. Also wenn es bei 20 Modellen nur die Gürtellinie malen musst, das frustriert. Aber bei 20 Modellen zum Beispiel die Schildflächen gleichzeitig anmalen, wo ich einfach mit dem Pinsel einmal drüber gatsch wie über einen, wie wenn ich eine Wand anstreichen will, dann finde ich das auf der anderen Seite nicht so schlimm und das funktioniert dann bei mir sehr, sehr gut. Das ist absolut richtig. Deswegen sage ich, man muss immer dazu sagen, was ist es für eine Armee? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Morannon-Orks oder Minas Tirith-Krieger bemal, die schwarz grundiert sind und ich dann die Rüstungen in einem Schlag, natürlich, da bist du viel schneller, da macht es auch Sinn. Weil Bürsten ist eh sehr schnelle Technik, du kannst da schnell eine Armee durchrotzen, das ist alles überhaupt kein Thema. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Armee hast, dass du zum Beispiel so einen wilden Haufen Orks hast, die, keine Ahnung, Mordor-Orks hat, wo du sagst, okay, es sollen nicht alle im gleichen Braun oben sein wie unten, dass du immer wieder wechseln musst, weil es kommt ja dann auch drauf an, welche Farbschicht willst du immer zuerst machen. Willst du zuerst die höheren Schichten bemalen oder zuerst die tieferen? Oder zum Beispiel Hobbits, Michi, da kannst du ja auch ein Lied von singen. Wenn du Hobbits bemalst, die ein sehr buntes Farbschema haben, natürlich, da kannst du sagen, okay, ich nehme jetzt die Gelb, mache jetzt dem unten den Rock gelb, dann willst du aber da das Untergewand gelb machen. Deswegen, also wenn du eine Armee hast, die jetzt zum Beispiel die Arnor oder so hast, dann kannst du das auf jeden Fall so machen. Es macht auch Sinn, das so zu machen. Das habe ich dann bei den Modellen zum Beispiel eben, wie du gesagt hast, bei Orks oder bei Hobbits, drehe ich das ein bisschen um und nehme mir eine Farbe raus. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Hobbits nehmen, nehme ich ein knalliges Gelb und dann nehme ich mir aus sagen wir 40 Modellen 5 raus. Mal bei dem einen das Leiberl, bei dem anderen die Hose, beim dritten die Feder, beim vierten die Schuhe, blöd gesagt, oder sonst irgendwas, und mache 5 verschiedene Sachen gelb. Dann nehme ich mir 5 andere Modelle mit Rot und oder 5 teilweise auch Überschneidungen, mach wieder das Ganze und am Ende nach einem Tag malen, sie haben die alle eigentlich alles angemalt, aber sind voll knallbunt durcheinander, bin aber auch deswegen schnell, weil ich nicht Farben wechseln muss. Ja, das stimmt. Da kann man auch so richtig Output generieren, gerade bei Orks, weil der Vorteil ist, dass bei Orks auch oft die Stofffarben gleichzeitig bei einem anderen Ork als Hautfarbe dienen können. Das heißt zum Beispiel, wenn ich ein dunkles Grau nehme, kann ich dem einen die Hautfarbe dunkelgrau machen, der nächste hat eine dunkelgraue Hose und der dritte hat ein dunkelgraues Leiberl und so weiter. Also so kann man auch nochmal im Akkord wirklich, wirklich schnell eigentlich hinkommen. Ja. Interessanterweise mache ich meine Armeeprojekte nicht so. Ich meine, man muss ja auch sagen, so Farben, ich meine, die einen verschweißt, ja, so Farben wie Contrastfarben, gerade was so zum Thema Schnelligkeit angeht und man gewisse Armeen einfach jetzt fertig. Unbedingt auf die Details ankommt. Man muss halt sagen, da helfen die Contrastfarben schon. Ja. Riesenfan. Also da hatten wir es ja eh schon drüber, ja. Gerade Kontrast finde ich einfach als Grundlage so stark, dass du sagst, du machst eben, ich habe zum Beispiel so, ich grundiere jetzt fast alles inzwischen in diesem Beige-Ton für Kontrast. Und mal bei jedem Modell 3-4 größere Modelle, also 3-4 größere Sachen in Kontrast an, wo ich auch grob mal, aber einfach diese drei Farben schon mal eine richtig schöne Grundschicht habe und gehe dann von dem weg. Oh,
tatsächlich auch so. Schöne Ergebnisse damit erzielen. Also das ist jetzt nicht nur wirklich so hingerutscht. Also das, ich meine, die geht halt nicht umsonst auf den Markt. Du kannst damit wirklich tolle Ergebnisse erzielen. Also ich denke nicht so, dass ich jetzt alles damit mache, aber ich benutze die auch schon. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich will jetzt Doppelstadt machen, aber da wüsste ich aber sofort, was ich benutze, ja. Also, wahrscheinlich bei Goblinstadt würde ich es gar nicht mehr nehmen, weil da würde ich dann nur mehr über, da würde ich noch brutaler arbeiten, da würde ich meine fleischfarbige, also wenn ich nochmal Goblinstadt anfangen würde, fleischfarbige Grundierfarbe, alles in einer Farbe, dann runterbürsten, tuschen, Stofffarbe, fertig. Und das einmal durch alles durch, vielleicht dann noch die Wimmer oben drauf. Einmal den Arktag tunken, fertig. Es gibt ja auch diese Tunktusche, nee, also dieses, ja, ja. diese Quickshade, wo du wirklich so den Topf hast und du nimmst die Mini als Ganzes und tunkst ein. Ja. Da hatten wir es ja eh schon mal drüber, zum Thema, hast du ja auch schon ein Video gemacht gehabt, was das Thema Kontrastfarben angeht, dass man es einfach kombiniert. Weil du bist halt wirklich wahnsinnig schnell und hast automatisch schon eine Grundstruktur auf der Figur drauf, eine Tiefe drin, weil die Farben halt viel geiler in die Rillen laufen, als die, ich nenne es mal die dicke Farbe von den Basefarben zum Beispiel. Und dann am Ende einfach noch die Highlights mit den normalen Farben setzen. Also damit man das einfach kombiniert. Das finde ich auch eine super Lösung. Und was dann nämlich wirklich angenehm ist, auch noch in der Kombination, ich finde, man sieht viel besser auf den Miniaturen mit den Kontrastfarben. Das heißt, gerade so Details, wenn du mal, gerade bei Gesichtern und sowas, du siehst viel besser die feinen Züge, die du dann highlighten kannst, wenn du mit einer Kontrastgrundfarbe gearbeitet hast, als wenn du erstmal eine fette Basefarbe drauf hast, wo du dann eigentlich die Gesichtszüge gar nicht mehr richtig siehst, sondern erstmal drüber tuschen musst, damit du überhaupt mal wieder die Rillen hast. Ja. Ja, was ich jetzt dann noch zum Thema Base-Gestaltung, also nicht Base-Gestaltung, was fange ich an, Projekte an sich quatschen wollte. Also grundsätzlich, bei mir gibt es mal, wenn es ums Gelände geht, zwei verschiedene Varianten. Das eine sind die Platten, die aus Reviews entstehen. Das heißt, ich habe die Idee, ein Geländestück zu bauen, weil ich es lustig finde, zum Beispiel einen Brunnen mit nackten Zwergen im Bruchtal. Und irgendwann entsteht daraus eine Bruchtalplatte. Interessante Idee. Das heißt, immer so weiter, zum Beispiel auch jetzt aus den Orkgruben ist jetzt die Idee gekommen, okay, machst noch Zelte dazu, machst die Berge, dann hast du eine Mordorplatte. Obwohl die Grundidee eigentlich nur mal war, ich will Orkgruben bauen. Oder aus einem anderen Bereich zum Beispiel, ich möchte jetzt einen See machen und auf einmal wird das Osttor von Moria und so weiter. Das heißt, Das baut sich so ein bisschen auf bei mir, was Platten angeht. Und die zweite Variante ist jetzt das, wie es eigentlich mein brennendes Anor-Projekt ist, wo ich wirklich habe, ich habe eine Skizze gezeichnet, was soll wo auf die Platte hin, ich habe mir zuerst die Matte rausgesucht, wie soll die ausschauen, habe überlegt, welche Geländestücke sollen wohin, wie setze ich das um, kaufe die Sachen alle zu und fange dann erst mit der Umsetzung an. Und dann halt Schritt für Schritt, dass auch wirklich alles ausschaut wie aus einer Hand. Weil man muss auch sagen, wenn ich ein Jahr dazwischen Zeit habe, zwischen zwei Geländestücke, schauen die nicht ähnlich aus, auch wenn ich es gleich bemalt habe. Wenn ihr wisst, wie ich meine. Weil selbst dann erkennt man, finde ich, den Unterschied. Ja. Ich bin auch ein Freund davon, dass wenn du die Geländestücke eigentlich eher alle fertig bauen und dann bemalen, gut, es geht aber eigentlich. Ja. Du kriegst die Farbe gewöhnlich weg. Also, da bin ich auch ein Freund davon, die einfach in einem Zug durchzuballern. Also, gerade zumindest mal die Grundfarben, dass sie sich wenigstens ähnlich sehen. Was aber, finde ich, voll spannend ist, weil selbst wenn ich mir die Farbkombinationen aufschreibe, ist einfach durch die Abnutzung der Farbe mit Angreifen, mit Ausbleichen, mit Ding, ist der Grundton dann anders. Selbst wenn ich dieselbe Farbe verwende. Aber man erkennt einfach, dass zu einem anderen Zeitpunkt angemalt worden ist.
Bei Ja, Gelände ist so ein Thema. Gelände, glaube ich, kann man. Armeen ist es bei mir nochmal anders. Das Problem ist nämlich, ich nehme mir vor, eine neue Armee zu starten und dann habe ich es ein bisschen wie der Marvin. Das tröpfelt so dahin, dann lasse ich es wieder weg, dann fange ich was Neues an und so weiter. Das hält bei mir nicht gut, leider. Was ich dann sehr, sehr oft habe, ist, dass bei mir Armeen aus Reviews entstehen. Das heißt, ich stelle mal zwei, drei Alternativmodelle vor und auf einmal habe ich schon eine halbe Armee und dann denke ich mir, ja, passt, jetzt kannst du den Rest auch machen. Dann kaufe ich halt das zu und dann habe ich es auch in einigermaßen rund. Aber so wirklich ein Armeeprojekt, dass ich das durchziehe, funktioniert bei mir nur in Kombination entweder mit dem Turnier, wo ich sage, ich schreibe eine Liste, mit die ich bis jetzt nicht gespielt habe und muss die bemalt kriegen bis zu dem Turnier und sag halt wirklich, okay, 20 Modelle male ich bis dorthin an, dann weiß ich auch, dass es funktioniert. Oder sowas wie eine Kampagne oder ähnliches, wo ich wirklich sage, ich muss, damit wir das spielen können und auf den Kanal bringen können, muss ich das angemalt haben und dann bin ich auch motiviert dafür. Gern geschehen mit Seestadt. Oder eine 1000-Punkte-Challenge. 1000-Modelle-Challenge. Ja, aber da sind auch keine fertigen Armeen rauskommen. Das war gefühlt auch einfach gerade und drüben. Ich habe einfach alles angemalt. Ich habe Ach nicht so, ja gut. explizit eine Armee angemalt, sondern ich habe einfach alles angemalt. Aber weil wir bei 1000 Punkte sind, 1000 Modelle, Entschuldigung, da kann ich euch das hier zeigen. Dieses wunderbare Ding, auch wenn es das falsche Universum ist, weil es Harry Potter ist, ist tatsächlich mein Hobby-Tagebuch, wo ich gesagt habe, ich führe das jetzt als Ziel für 2024, sämtliche meiner Taten in dieses Hobbybuch einzutragen. Und ich bin total brav, was das angeht. Und wenn man hier so reinschaut, also ich zeige es auch in diese Kamera, die seht ihr jetzt nicht, aber die anderen natürlich schon. Da habe ich mir auch so ein paar Bildchen eingeklebt, das zeige ich euch auch nochmal. Ich habe mir dann wirklich geschaut, dass ich dann zum Beispiel schön bemalte Modelle reinklebe auf die Seite, wo ich es gemacht habe. Also Motivation zum Durchblättern nachher. Ich bin im Januar, Stand vorletzte, also letzte Januarwoche, bei 106 bemalten Modellen. Also es will. Also ich habe im Januar drei bemalt. Ich habe im Januar Null. null bemalt. Ich fange eigentlich jetzt gerade wieder an mit dem Hobby. Ich hatte eine sehr lange Durststrecke, so wie der Marvin, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, meine ging auch, glaube ich, 9 Tage. Ich habe meine Arbeit letzte Woche gemacht, also nach meinem Urlaub in Japan bin ich komplett durch gewesen. Ich habe erst Also letzte Woche wieder angefangen. ich bin jetzt bei 28 bemalten Modellen. Eine. Ohne die neuen, die jetzt potenziell hier auf dem Tisch stehen. Um euch einen kurzen Überblick zu geben, was im Januar bemalt wurde. Fokus war unter anderem eine gesamte Arno-Armee für ein Würfelorden-Mitglied. Ein halbes Brettspiel mit ungefähr 30 Modellen. Drei unbewaffnete Moria-Goblins. Ein Darf ich da Legolas. mal Hero Quick? Wie bitte? War Hero Quick das Brettspiel? Nein, Cursed City. Ah, okay. Dann habe ich noch insgesamt einen Haufen Hobbits quer durch die Bank. Ja, man glaubt gar nicht, wie wenig verschiedene Sachen bei 100 Modellen zusammenkommen. Wobei die Arno-Armee ganz schön reinhaut. Ich glaube, allein 50 Modelle sind die Arno-Armee. Darf ich fragen, für wen die ist? Den kennst du, den hat man noch nie am Oder Kanal war? gesehen. Die ist für unseren Bernhard gewesen. Ah, okay. Die wird man auch eher unwahrscheinlich auf dem Kanal sehen.
Es sei denn, du leihst sie dir aus und spielst sie. Ja, aber ich habe ja eine eigene Arno-Armee. Ja, aber die haben wir ja schon gesehen. Die hat ja auch einen Sack gekriegt gegen meine Gorgoroth-Bestie. Erstens, das war meine Gorgoroth-Bestie, will ich nur sagen. Ich habe Sack auf den Sack gekriegt von meiner Gorgoroth-Bestie. Das macht nichts besser. Und zweitens ist die Armee viel zu schön, als sie nicht zu spielen. Okay. Aber das Gute ist, das heißt ja, wenn ich jetzt meine Moria-Goblin zusammen habe, schicke ich die Michael einfach mal 60 Stück und dann malt er die mir in einem Monat an. Das ist, das 60 ist kein... malt er dir an zwei Abenden gefühlt. Ich wollte gerade sagen, 60 Moria-Goblins ist ein gutes Wochenende. Na dann. Wilde Nummer. Ach, wilde Nummer. Hab ich ja. Du hast ja auch meinen Tag. Wie meinst du, das Team hat die geschickt. Dann, sind dann in der Post. Das wäre dann eigentlich das perfekte, so ein Video, wie lange braucht man für 60 Moria Goblins mit Stoppuhr, so zum Durchschauen und einen Zeitraffer, wie lange man wirklich dafür braucht. Aber wie, du bist Contrast-Farben, weil ich bin richtig gegen Contrast-Farben. Ich, tatsächlich, bei Goblins... Kannst du das auch in Originalgeschwindigkeit einfach so 2 Stunden runterdrehen? Goblins würde ich ohne Kontrast machen. Tatsächlich. Das ist schwarz grundieren, Bürsten, Haut drauf, Stoff drauf, Lederriemen, Augen, Zähne, fertig. Und das sind... Ja. Aber ich will eigentlich All-Mounted Moria spielen. Das dauert ein bisschen länger. Also du lässt, aber bei meinen Listen Moria, durchaus. Heute Reiters hat tatsächlich jetzt die Niederrhein-Meisterschaft gewonnen. Ich spiele nur kompetitive Listen, sag's ja. Wer zeichnet dich aus? Klar. Dafür bist du weithin bekannt. Ja, mit den Adlern. Adler und Radagast auf Schlitten. Das waren nur 45 Punkte zu wenig, die ich bringe. Das war wild. Also Beutereiter, glaube ich, hätte ich wenig Spaß. Will ich behaupten. Ja, das geht schon. Wie viele Höhendrachen kann man auf 700 Punkte spielen? 4. 4. Ja, 750 wären 5. Ja, gut, dann. Nee. Das Problem ist, auf 750 darfst du keine nicht nur Höhlendrache spielen. Du brauchst mindestens einen mächtigen Helden dabei. Der Höhlendrache ist gering. Warum bei 700? Ist egal, du brauchst allgemein einen mächtigen Helden dabei. Ja, ich wollte gerade sagen, es hängt doch nicht mit der Punktzahl zusammen. Nein, aber ich meine jetzt, ich wollte gerade sagen, du kannst nicht einfach 5 Höhlendrachen spielen. Das stimmt, ja. So, weil ein geringer Held... Du musst ja mindestens einen mächtigen Held dabei haben in deiner Armee überhaupt. Und ja. In jeder Fraktion, die man spielt, muss mindestens ein mächtiger Held dabei sein. Okay, krass, ich habe was gelernt. Ein geringer Held darf nicht... Die Tatsache ist gar nicht, dass ein mächtiger Held drin sein muss, sondern es geht darum, dass ein geringer Held nicht der Armeeanführer sein darf. Aha, ja gut, okay, ja, okay. Einleuchtend. Gut. Ja, weil logisch. Weil die Regel ist nämlich tatsächlich älter als die Regel mit in jeder Fraktion ein mächtiger Held. Das ist sogar noch, also das ist der Teil ist älter, was regeltechnisch angeht. Da gab es nämlich schon falsche Spielweisen mit nur Dunedain. Weil du darfst auch nicht nur Dunedain spielen. Und dann spiele ich halt den guten Drachen auf der Moria-Fraktion und spiele halt den zweimal. Habe ich auch. Der kostet 350? Was kostet der?
Naja, je nachdem, wie es den ausrüstet. Nein, 200. Unausgerüstet. Unausgerüstet 250. Nackt. Und jede weitere Ausrüstung 50. Genau, das heißt, du müsstest sagen, ja, du spielst 300 Punkte, das heißt, du hättest noch immer drei Höhlendrachen und den Drachen. Das ist doch ein Deal. Genau, machen wir hier gerade. Ich glaube, die nächste Meta-Liste. Oder einfach nur die nächste Liste. Das ist jetzt lustig, gell? Ja. Was ausmacht? Was habe ich ausgemacht? Den anderen. Also Jungs, jetzt hört man euch übrigens besser als vorher. Ich wollte auch gerade sagen, ich weiß nicht wieso, aber auf einmal versteht man euch. Nee, aber sie hören uns gerade nicht, aber wir hören sie. Wir sind da, redet ruhig weiter. Jetzt muss ich sie leiser stellen. Jetzt hüpft auf einmal jeder, der warum funktioniert jetzt auf einmal ihr Mikro? Irgendwie lustig, aber jeder, der jetzt da Zucker hat, wird jetzt mal wieder mal aufhüpfen, weil auf einmal die beiden so laut und gut zum Hören waren. Was für euch auch viel lauter, oder? Ja, das war massiv. Was war lauter? Euch hört man auf einmal. Ihr beide seid viel, viel lauter und man hört. Ja. Uns hört man auf einmal gut. Ja. Ja. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich 100% deiner Worte verstehe und nicht die Hälfte reininterpretiere. Wir haben absolut nichts geändert am Mikrofon. Aber das Mikrofon ist doch das gleiche, nur voll. Hör nichts. Warum hörst du nichts? Ist das Trommelfell geplatzt oder wer? Ich höre was. Warum? Mach dir mal das andere Ohr. Hauptsächlich das zweite. Hörst du auf beiden Ohren was? Wenn die sprechen würden? Ja. Nee, ich höre nur auf dem was. Ich war noch dem Zwiegespräch am Lauschen. Ich sehe schon bei dem. Jetzt ich bin raus, oder? Bei dem Podcast muss ich dann tatsächlich auch schneiden. Also Podcast ist ja keiner. Hallo? Hier wird nicht geschnitten, das ist alles live. Hallo? Alles nur wegen Stream. Ich hab den jetzt ins Link-Ohr gemacht, jetzt geht er. Ja, das merkt der Kopfhörer. Der riecht den Ohrschmatz und Achtung, der riecht. Aber das liegt. Er demonstriert auch politisch gegen rechts. Ja. Okay. Also und uns hört man jetzt auch besser, warum auch immer. Ja, das liegt mit der. Ja, klar. Wo ging Lukas, was hast du gesagt? Wogegen wird demonstriert? Gegen rechts. Das ist bei uns in Deutschland, wird gerade sehr, sehr viel gegen rechts demonstriert. Das habe ich mitbekommen, aber ich habe den Kontext zu hier jetzt gerade nicht verstanden. Weil Steven den Kopf vom rechten Ohr ins linke gemacht hat und links funktioniert er und rechts hat er nicht funktioniert. Deswegen meinte ich einfach nur einen blöden Kommentar, der Kopfhörer demonstriert auch gegen rechts. Wenn man es jetzt besser hört, fangen wir nochmal von vorne an. Also, ich mache eine Armee. nein, aber wir können gleich das nächste Thema mit reinnehmen. Und zwar, wie haltet ihr die Motivation für ein Projekt hoch? Und jetzt der Marvin macht jetzt das Gegenbeispiel. Danke. Also der Marvin erklärt, wie man es nicht macht und alle anderen erzählen, wie sie ihre Motivation hochhalten. Wer will anfangen? Dann fange ich mal gut an. Also, grundsätzlich, wenn ich mich für so ein Projekt entschieden habe, beziehungsweise die Idee habe, dann probiere ich tatsächlich so schnell wie möglich direkt damit loszulegen. Weil wenn ich das so auf die kleine Bank schiebe, immer das Problem bekomme, dass mir dann eine neue Idee kommt, die doch viel cooler ist, und die dann anfange. Was dann dazu führt, dass ich dann meistens ganz viele so angefangene Projekte habe.
Aber meistens ist es dann tatsächlich auch bei mir so, wenn ich dann ein Ziel habe für ein Turnier und die Liste genau am letzten Tag des Abgabetages abgeschickt habe, dann feststelle, okay, da fehlen mir ja noch 32 Modelle. Dann werden diese 32 Modelle in der Woche mir noch gemacht. Du Und hast, meistens auch. Marvin, kleiner Fehler, du hast gesagt, dein Nacht zuvor hat wie Woche zuvor geklungen. Ja, also das ist so eine Steigerung. Ich fange an, so am Montag vor dem Turnier, werden schon so drei Modelle, vier Modelle so schon ein bisschen auf Hanf gemalt. So am Mittwoch sind es dann so sieben, acht. Und in der Nacht vorm Turnier, also bis 2 Stunden vor Abfahrt, die letzten 15. Meistens wird dann auch erst so mitten in der Nacht um 4:30 beim Einräumen und 10-mal durchgezählt, ob wirklich alle Modelle da sind. Und Da so, kann meine ich ein lieben Lied von singen. Freunde, macht man es nicht. Deswegen ist ja auch die Deutsche Meisterschaft gekommen. Mit einer Mercedes drin. Und dann haben wir vorher den Abend vorher noch ein kleines Spiel gemacht. Und dann ist es aber auch gefallen. Ich habe ja ganz viel abgerufen, bitte. Ja, die hatte ich vergessen. Meine Sitzmaus hatte ich vergessen. Aber es ist keinem aufgefallen. Ging auch. Einfach die Pferde nicht verlieren, dann ist das auch gut. Muss ich aber sagen, ist mir Genau. beim letzten Turnier auch passiert. Gott sei Dank ist nie das Reit, also das Pferd krepiert. Ich habe nämlich auch bei einem Modell das Dismount vergessen, aber das war, hat sich in Grenzen gehalten. Aber der Dismount lasse ich deswegen meistens weg, da habe ich keine Zeit mehr für. Der war noch so ein Partner aus dem Team. Jonas, der meinte dann noch in Leipzig im Hotel. 11 Uhr nachts, den Abend also vorher, nachdem wir schon ordentlich eingesündet haben, noch seine Bases zu bescheiden, weil dann wäre er das Training noch 20 Bases. Also hatte der ganze Basing machen ja, das saß dann alleine im Hotelzimmer und hat die Bases während wir uns einen ordentlich reingekühlt haben. Das war auch mit. Jetzt habt ihr Also sehr das viel. Basen unterwegs ist bei den Gefährten eigentlich Tradition. Also wir Ja. sind einmal nach Hessen gefahren und hatten da Paul mit dabei. Der ist erst aus Rostock nach NRW gefahren, um dann mit uns zusammen nach Hessen zu fahren. Vollkommen normal. Und da hatte ich dann meinen Reisesand dabei, weil Lukas Albers auch noch einige Modelle gebased haben musste. Und hinten im Bus saß dann Paul und musste Lukis die ganze Armee basen mit dem Reisesand. Da wurde auch einfach nur Leim aufgetragen und aus so großer Entfernung im Auto so Sand drauf geworfen. Es war schön. Ich finde es klasse, dass du extra einen Begriff dafür hast und ihn Reisesand nimmst. Ist das ein spezieller Sand? Ich habe so ein kleines Gläschen für Ja, unterwegs. ich schon auch. Wenn jetzt noch ein Zoll kommt, wo das Genau, verarbeitet wird. genau, genau. Der Reisesand, fantastisch. Der ist nur Togo. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr das gerade im Herzen wehtut. Das ist, Mal. Dass die Base nur mit Sand gestaltet wurde. ja, diese Lieblosigkeit für Bases ist gerade für mich sowas, das verkrafte ich gerade ganz schlecht. Also da hat Paul schon viel Liebe reingesteckt. Ich möchte kurz eine andere Anekdote erzählen zum Thema Base-Gestaltung kurz vor einem Turnier. Letzte Baden-Württemberg-Meisterschaft. Die Jungs kommen an und fragen mich, Lukas, wo ist eigentlich der nächste Baumarkt? Wo können wir Sand kaufen? Die Jungs brauchen noch Sand, um Figuren zu basen. Da ist er ja. Das war die Menge Sand, die sie gekauft haben. Und Ja, weil ich Sonntag. keinen Reisesand mit hatte. Seitdem habe ich Reisesand. Sonntags meinten sie da einfach nur keinen Bock, das mitzunehmen. Lukas, behalt's. Klar, ist ja schwer. Den hole ich ab, den kann ich in meine Säulen füllen. Bitte, wir haben einfach nur ein bisschen weiter vorausgedacht, Lukas.
Er ist übrigens weg, du redest gerade mit niemandem. Nein, ich bin da, ich höre euch. Ich bin auf dem Balkon und bringe den Sand wieder raus. Achso, ich hätte gedacht, du verstehst uns währenddessen nicht. Ja, aber. Doch, doch. Familie, wir müssen vielen Leuten Lieblosigkeit beim Thema Basis vorhalten, aber mir nicht. Also, wir sind die Basis einfach wichtiger als die erste Figur. Also, da gebe ich mir eigentlich schon relativ Mühe, kann man sagen. Base ist das Wichtigste. Du kannst eine Figur voll schlotzen mit Farbe, was du willst. Wenn die Base geil ausschaut, ist die Figur auch gerettet. Es hilft auch immer viel. Es hilft sie hervorzuheben und es hilft sie aber auch, wenn man sie nicht so hat, aber auch zu vertun, abzulenken. Also es ist so, in beide Richtungen geht's. Aber Lukas, willst du uns vielleicht sagen, wie du motiviert bleibst, damit du nicht Reisesand kaufen musst, sondern deine Sachen fertig sind, bevor du sie brauchst? Da gibt es ein ganz wichtiges Schlagwort, das da eigentlich hilft. Und was? Es hat damit zu tun, das Schlagwort nennt sich Druck. Wenn einfach nur genügend Druck da ist, dann weiß man, okay, ich muss jetzt einfach. Völlig egal, ob Lust oder sonst irgendwas da ist, sondern du musst dann einfach. Und also Nummer eins, ich habe Anfang letztes Jahres, habe ich mir so eine Art Inventurliste mal gemacht und habe mal die meisten ich glaube, das habe ich ja in der letzten Hauptrunde erzählt, die Inventurliste mit unbemalten Modellen erstellt und habe einfach gesagt, okay, davon muss ein Großteil bemalt sein, sonst bestelle ich nicht wirklich neue Figuren, weil es ist einfach lächerlich. Wenn ich mir schon wieder irgendwie neue Figuren bestelle, währenddessen irgendwie 200 unbemalt im Keller rumliegen, die ich auch irgendwann unbedingt haben wollte. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, ja, Michi. Aber das war dann halt meine Konsequenz, dass ich für mich gesagt habe, okay, die will ich jetzt einfach bemalen. Und großteilsmäßig bin natürlich auch noch nicht fertig. Aber ja, und dann habe ich mir halt wieder neue bestellt. Deswegen habe ich jetzt auch wieder mehr. Aber das war dann halt so der eine Druck, dann du halt einfach zu sagen, okay. Du kennst meinen Pile of Shame, oder? Ja. Okay. Wollte nur nochmal gefragt haben. Du hast ja aber gefragt, nicht was ich dir rate, sondern was ich mache. Ich weiß, ich wollte es nur nochmal in den Raum werfen. Okay. Und dann, was Geländebau angeht, ist halt zum einen natürlich die Motivation, auch irgendwie ein Video für einen Kanal zu veröffentlichen. Das ist natürlich auch ein Faktor, der einfach Spaß macht und das irgendwie auch ganz cool ist. Und zum anderen halt auch einfach, wenn ich sage, okay, ich will noch ein Projekt fertig bekommen bis zur Baden-Württemberg-Meisterschaft, bis zu einem anderen kleinen Turnier, dann sollte das halt auch fertig werden. Dann ist einfach so ein bisschen zeitlicher Druck dahinter und dann mache ich es auch. Auch wenn ich jetzt die Tage merke, okay, so richtig wirklich viel Lust und Motivation habe ich gerade nicht. Aber es bringt halt nichts. Also ich kann mich jetzt nicht 2 Wochen zurücklehnen und sagen, ja, dann mache ich jetzt halt nichts. Weil dann werden die 2 Wochen danach einfach nur umso stressiger. Deshalb. So mache ich das immer. Ja, und dann schläfst du nur 4 Stunden über 3 Monate die Nacht. Na, aber der Marvin braucht nicht. Ich immer 4 Stunden, brauchst du nie. Also bei dem Druck, den der Marvin braucht, um eine Armee für ein Turnier fertig zu machen, könntest du aus Kohlen Diamanten machen. Also die Zeit, die er hat, bevor er fertig ist, ist minus 5 Minuten. Nur entscheidend ist, wann das Auto zu abholen kommt. Aber Lukas, warum vor Druck? Machst du auch eine extra Platte? Was? Machst du für die DTC auch eine extra Platte? Kann man nach der WWM mal drüber reden, aber wahrscheinlich eher nicht. Gott. Na, du meinst für den Plattenwettbewerb oder was? Ja, da ist entweder die Frage, entweder ich schaffe es, die ganze Meter 20 Platte von Bruchteil zu nehmen, wenn mir die Platte überhaupt am Ende gefällt, oder ich nehme nur das Auenland mit Matte, und stell dann halt das auf. Also wenn sie dir gefällt, komme ich persönlich vorbei und hol sie ab.
Problem ist, die muss ja auch wieder zurück. Dann fahre ich die wieder runter. Ich dachte jetzt, du sagst, sie bleibt dann da. Ja, oder das? Ich hab's auch so interpretiert. Jetzt mal schauen, ihr seht sie ja alle bei der Baden-Württemberg-Meisterschaft, sofern sie fertig wird, und dann mal schauen. Sind wir alle da? Michi ist da, weiß ich, Marvin ist auch da. Ja. Ich muss meine Schulden ja bei Marvin begleichen. Wie geil wird dieses Turnier eigentlich? Es wird legen. Gut. Oder so ein. Der. Du bist mir einer. Ich sehe lauter sympathische Gesichter. Und Marvin. Jo. Solange der Verein noch nicht spät wird. Ach ja. Aber ihr zwei könnt jetzt mal erzählen, wie ihr eure Motivation hochhaltet. Du darfst. Das war, ja, also. Motivation hochhalten. Ganz ehrlich, ich habe da kein großes Konzept. Ich habe, wie gesagt, dadurch, dass ich ja eigentlich ja, ein Projekt anfängt und es dann durchzieht, bevor sich einfach was Neues kauft. Ich meine, das gibt es auch, aber ja. So mache ich jetzt eigentlich, ist die eigentliche Motivation da, zu sagen, gut, ich muss es fertig machen, weil sonst kann ich mir nichts Neues kaufen. Bis jetzt habe ich das eigentlich durchgezogen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich die Regeln nicht schon mal gebrochen habe und mir für was anderes was gekauft habe, deswegen passt gerade auf den Markt, so gerade wenn man was so in der Facebook kommt oder angeboten wird, ja, hey, da ist schon mal aufgeladen, da kommst du jetzt vielleicht nicht so leicht dran. Und also, das ist natürlich schon mal passiert. Aber eigentlich mein Motivation aufregend zu halten. Ich muss es durchziehen, weil sonst kann ich nichts Neues anfangen. Bis jetzt hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Wer weiß, wie lange. Ja, bei mir ist es eigentlich so ein bisschen eine Mischung aus Marvin und Lukas. Ich schiebe einfach so lange vor mir her, bis der Druck hoch genug ist, dass ich es fertig kriegen muss. Das heißt, ich zwinge mich, das ist so ein 50-50-Ding. So wie jetzt das Mordor-Katapult, da habe ich jetzt zum Beispiel Bock drauf, weil ich es eh schon mal immer spielen wollte und die Gelegenheit bietet sich jetzt gerade an, das Thema anzufangen, weil wir gerade in der Hauptrunde sind. Aber jetzt zum Beispiel, wenn es um den Plattenbau geht, da ist die Grundmotivation da, weil ich jetzt lange genug auch nichts gemacht habe. Ich finde es immer wichtig, zumindest für mich persönlich wichtig, dass ich auch mal Pause vom Hobby habe, um abzuschalten und wieder neue Grundmotivation zu sammeln, die ich dann für den Start aufwenden kann. Das heißt, ich habe eine Motivation, was anzufangen, und dann kommt ein Druck dazu, dass ich die auch so schnell wie möglich spielen, sehen oder fertiggestellt haben möchte. Also ich bin jetzt auch kein Projekthopper, der irgendwie sagt, ich fange jetzt 5 verschiedene Projekte an. Ich bin auch eher so wie der Kevin, dass man sagt, okay, ich fange das jetzt an und mache das fertig und lege meinen kompletten Fokus darauf. Und erst wenn das fertig ist, kommt ein nächstes Thema. Ja, also es kann mal sein, dass ich vielleicht für eine Abwechslung dann zu einem Geländebauprojekt noch irgendeine Armee anfange oder ein Modell nochmal. Aber ich werde jetzt nicht anfangen, 3 verschiedene Platten gleichzeitig zu bauen, weil ich, wie gesagt, ich skizziere mir nichts. Das ist alles bei mir in der Birne drin und dann will ich da den vollen Fokus drauflegen und so halte ich dann meine Motivation aufrecht bis zu dem Zeitpunkt, wenn es fertig ist, und dann brauche ich aber auch erstmal wieder eine Pause. Dann wird nur gespielt und da habe ich auch mal wieder Bock, okay, jetzt habe ich mal wieder Bock, was zu bauen, was umzubauen, was zu bemalen, Geländebau zu machen und so weiter. Also so eine Welle bei mir, so eine Abfahrt über das ganze Jahr. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, im Sommer wird nur durchgeballert und im Winter komplett Pause, sondern es ist halt, es gibt bei mir eine Winterpause und ansonsten ist es immer so ein Auf und Ab. Ich denke Druck hin. Ja, ja. Druck ist Motivator. Mit Sicherheit auch erfolgreich. Ich habe aber auch gemerkt, dass Pause brauchst du.
über 10 Turniere und weiß wie viele Abendspiele wir dort gemacht haben. Man hat schon gemerkt, es war natürlich auch. Also ich habe da zum Beispiel auch der 100-Punkte-Challenge, wo ich im Monat reingereist bis auf Dezember, war fertig, ja. Ich habe dann auch keine Motivation mehr gefunden, irgendwas anzumalen. Geschweige denn, dass ich meine Antworten anmalen kann. Aber ich glaube, draußen tut immer ganz gut, um jetzt mal Motivation zu haben. Ich habe es auch nicht gebraucht. Nach dem Urlaub zu sagen, jetzt ist es auch wieder alt. Jetzt kann es ja losgehen. Und, Deutschland, das ist am besten 25. Also, Wahnsinn. Kurze Frage an Lukas und Marvin. Ist es bei euch auch so, dass man den Steven gut versteht und den Kevin schlecht? Oder ist das nur bei mir so? Schlechter, auf jeden Fall, ja. Okay. Ist das besser? Ja. Ja. Du musst, glaube ich, ein bisschen mehr ins Mikro reden. Ja, also wie gesagt, die Motivation kommt von zurück. 2024 war es spannend, was passiert. Die Barry wird gewonnen und dann ist Renzi auch. Ist auch. Mit einem Drachen und die Höhlendrachen. Natürlich. Ja. Das Problem ist, die Barry wollen ein paar Leute gewinnen. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre das. Der erste Tag sind ja 500 Punkte, das heißt, da kann ich jetzt nicht so viel. Von zwei Tagen. Die 800 Punkte, da kommt dann ein paar. Ja, du kannst bei 500 Drache und 2 Höhlendrachen spielen, bei 800 Punkte dann Drache und 4 Höhlendrachen. Ja, ganz klar so schön. Gewinnern ist es halt auch. Muss man halt einfach sagen. Aber die 2 Höhlendrachen plus Drache gehen sich nicht aus. Warum? 300 plus 200 macht doch 500. Ja, aber was kann. Was kostet ein normaler Drache? Minimum 250. Ach so, ups, dann habe ich mich verrechnet. Okay, vergiss es. Dann geht da gar nichts von dem, was ich gerechnet habe. Ist auch nicht schlimm. Zur Not verzieht sich auch Punkte. Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon mal gemacht. Ja, ich denke, es ist die kurze Barbie-Fahren, wie jeder Anfänger und kann mal spielen. Nur für die, die sich schon mal vorbereiten wollen, für Leute, die nichts können, die spielen das einmal. Und, wer möchte, ich habe auch eine Facebook-Gruppe gegründet. Alle hassen Angmar. Hab bis jetzt ein Mitglied. Aber es kann natürlich jeder weitergehen. Ich finde es schön, dass ich mit meinem Fist in deinem Kopf bin. Ich bin in deinem Kopf Tag und Nacht. Er wird nachts wach. Ich merke, da gibt es eine Vorgeschichte. Nein. Angmar ist super. Wer hat 12 Punkte bei Marvin auf den Sack gekriegt? Oh, ich habe 45 Punkte weniger gespielt. Das schießt jetzt nicht auf die 45 wow. Punkte. Oder Radagast ist gegen meine Grab und Holde oder einfach immer der Schlitten weg. Ja. Radagast muss auch immer nach draußen. Ich glaube, wir können, wir hören die Vorgeschichte. Essen war auf dem Tisch und der Radagast wollte draußen zu essen und hat gesagt, gut, ich spiele dann mal. Ohne Schlitten. Ja, alles gut. Das war toll, ja, toll, Spaß. Hat viel Spaß. Und jetzt baut er einen Mordakon auf. Man merkt, dass Steve einfach Bock, dass der Gegner Spaß hat. Ja, das ist ihm wichtig. Jeder hat seine Fetische. Genau. Wie zum Beispiel der Michi von nackten Zwergen hinterm Träumen. Glaubst du, so verstehe ich mich so gut mit Lukas. Ich arbeite dran. Wow. So, FSK 18. Fantastisch. Steigen. Steven, du weißt, ich bin nie wieder eingeladen. Was? Oh mein Gott. Ich hab Bilder. Ach komm, lass mal. Leute, jetzt muss nur Michi zumindest theoretisch eins oder zwei sagen. Michi, meintest du, weil ich ein Zwerg bin oder weil du das Geländestück willst? Natürlich, weil ich das Geländestück will.
Ah. Natürlich. Das ist die Antwort, die ich lieber hören wollte. Michi, der grenzt einen schon ein. Ich lege da ein und versuche mich mit Essen zu locken. Lukas nur auf die Kamergröße. Weiß nicht, ich glaube, wir müssen ihn kennen. Aber es gibt, glaube ich, noch eine Frage, die tatsächlich noch ungeklärt ist. Als der, als ich beim Michi war, also er ist wirklich groß, ja. Aber war Lukas, als du dort warst, warst du auf dem Hocker gestanden oder? Ich saß auf dem Drehstuhl. Ich saß. Okay. Und ich bin okay. In die Knie gegangen. Naja, Steven. Nein. Also ich muss ja sagen, Steven ist wirklich der allerletzte Mensch, der irgendwas über Körpergröße aussagen würde. Warte. Michi, du bist in die Knie gegangen. Ja. Am Anfang. Gerade ist bei Lukas etwas zerbrochen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich schau mir Videos an. Man sieht ja, wie groß du im Hintergrund bist. Mach das. Aber wie machen wir ein Gruppenfoto? Dann nehme ich. Warte mal, wenn wir dann. Genau. Dann Kevin, dann Michi, dann ich und dann Lukas. Dann haben wir die Jordans. Ja. Allerdings. Warum nehmen wir Marvin raus? Ich bin der Hund. Das Problem ist, der Hund ist dann größer als der Dalton. Ist der Dalton in der Serie auch? Rantanplan heißt der übrigens. Ja. Stimmt. Und der kleinste Dalton heißt Joey, oder? Joe, stimmt. Aber habe ich nie gesehen. Aber er ist der Klügste. Ja. Ist allerdings bei dem Rest auch echt nicht so schwer. Hast du gehört, was der Kevin gesagt hat? Nee. Ja. Ich habe gesagt, ich nehme dich einfach auf der Bavü auf die Schulter, dann sind wir zusammen ins Dorfi und können als Frau. Finde ich gut. Ja? So, Steven, hast du jetzt noch was für mich? So, Dann erzähle ich jetzt noch was über mein Thema, wie ich mich motiviere. Grundsätzlich, ich mal eigentlich nur das, worauf ich Bock habe. Also das ist einmal eine der Hauptsachen. Also ich male ungern Modelle an, die es mich aktuell gar nicht freut. Das ist der Grund, wieso meine Elbenarmee nie besonders groß werden, weil es mich meistens nicht freut, Elben anzumalen. Ich hoffe, dass ich das bei Düsterwald ein bisschen brechen kann. Das zweite ist eben sonst natürlich Deadlines, wie wir schon gesagt haben, Turniere, Spieletage und so weiter, wo ich einfach gewisse Listen spielen möchte. Aber was tatsächlich meine Hauptmotivation ist, was man vielleicht gar nicht so im ersten Moment auf dem Radar hat, ist, der innere Druck ist bei mir oft nicht stark genug, ich besorge mir den Druck von außen. Und zwar, ich sage einfach auf dem Kanal, dass ich etwas tue. Weil dann habe ich keine andere Wahl, als es durchzuziehen. Weil dann habe ich es oft öffentlich versprochen und dann ist es sozusagen in Stein gemeißelt. Das heißt einfach, wenn ich will, dass etwas fertig wird, muss ich nur auf dem Kanal sagen, ich mach's. Weil ich würde es psychisch nicht aushalten, wenn mir jemand vorhält, dass ich es nicht geschafft habe. Also beispielsweise. Das ist ein Argument. Ich sage einfach auf dem Kanal, ich male in einem Jahr über 1000 Miniaturen an und dann male ich in diesem Jahr über 1000 Miniaturen an. Das funktioniert. Also die 1000 sind schon eine wilde Nummer. Wahnsinn. Also ich hab nie gemalt. 400, sowas. Ich habe so viel gemalt. 300, 400. Was soll nicht stehen? Hier, ich habe fast alles neu aufgebaut. Okay. Bei 71 Düsterwald Jungs. Die LL Düsterwald haben wir auch noch mit 35 Jungs. Ich, okay. Ich muss aber auch dazu sagen, viele dieser 1000 Miniaturen sind nicht mehr bei mir. Also nur fürs Protokoll.
Ja, gut, klar. Hast du ja trotzdem bemalt. Also das war eh. Wochen ist halt schon eine Nummer. Also das kann man sich ja mal auf die Woche ausrechnen, wie viele das dann sind. Ich habe einen sozialen Beruf, ich habe gar nichts. Aber das sind ein paar Figuren, ja. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich im Jahr sehr, sehr wenig geschlafen habe. Nein, nicht. 2000 pro Jahr? Wie bitte? Die nächste Challenge sind dann 2000, oder? Nein. Oh, nein, danke. Ja, der Psychologe ist gegen solchen Druck. Der Psychologe ist gegen solchen Druck. Nicht nur der Psychologe, auch mein gesundes Familienleben. Ja, genau. Wie schon gesagt, mit Kindern. Die beste Hobbyzeit war der Moment, wo noch der Tobi allein war und regelmäßig nur mit Mama schlafen konnte. Weil was macht man dann, wenn die Partnerin ins Schlafzimmer geht, weil der Kleine sie braucht? Na richtig, man geht an den Hobbytisch. In der Zeit habe ich gefühlt 5-mal die Woche gemalt. Was da vom Tisch gegangen ist, war Welt. Ja. Das hilft natürlich, ja. Das hilft wirklich. Also bei mir war es auch die Zeit, ja. Muss dazu sagen, Lenny hat sehr, sehr viel geschlafen. Und wenn dann Frauchen mal eine Pause gebraucht hat und er geschlafen hat, dann habe ich hier unten so Wäschebütten stehen, blaue da. Da habe ich Decken reingelegt und habe den Zwerg im Prinzip neben mir auf den Stuhl gelegt und habe hier unten, also hier hinten dran, habe ich dann gemalt. Das war auch cool. Bis nachts um vier, weil ich hatte ja Nachtschicht. Ja. Also gegen die Nachtschicht. Ich wollte sagen, wenn man sich darauf einstellen, sondern auch noch, wenn man es morgen ja kaputt schlafen mit kleinen Kindern. Ja, das kommt drauf an, im Moment, das habe ich nicht gesagt. Ein kleines Kind, das viel schläft. Ja, also das. Ach ja. Aber da will ich jetzt auch gleich mal dazu sagen, Kevin, das heißt, deine Moria steht ja eigentlich dann nichts im Weg, oder? Ja. Sehe ich auch so. Also, du bist der Nächste mit 1000 Minis. Ich schaue dann auch. Die 60 Goblins, die man da anmalen muss. Aber ich wollte es gerade sagen, weil du sagst 60 Goblins. Wenn du nach deinem Schema bemalst, dann musst du entweder direkt eine Ballrock mitbemalen, weil du sagst, du willst eine Liste spielen, die man auf 700 Punkten rein spielen kann. Ja. Ja, dann bemalen wir auf 7 Punkten Attack on Lothlorien. Dann war ich beschäftigt. Ja. Wie gesagt, nur ein Drachen. Genau. Paar Höhlentrolle, da bist du schnell fertig. Ja. Richter im See, da gibt es ja ein paar Sachen vom Spielzeug. Ja. Oder einfach ein, wie heißen die Viecher? Dweller in the Dark, hier Schrecken aus der Tiefe. Aus Spam. Einfach spammen. Unnötigste Modell überhaupt. Aber stell dir mal vor, einen Dweller in the Dark Spam schießt du auch nicht tot. Du stellst einfach jede Runde einen anderen vorne hin, der angeschossen wird, dann kommen es alle mit einem Leben an und dann fressen sie sich langsam wieder auf volle Leben hoch. Genau. Wenn das nicht so klappt. Nee. Nee. Also witzig finde ich das Modell schon. Sich also hinter Goblins versteckt. Genau. Was haben die? K7, Stärke 5. Ich glaube, auch nur V5 oder so. V5, drei Attacken, glaube ich. Drei Attacken, die, ja. Und drei Leben, und das ist die gleiche Regel wie bei Gullabahn, glaube ich. Drei Leben, genau. Und. Sind die ein Monster?
Ja, sind Monster. Jo. Und was noch spannend ist, sie haben 8 Zoll so. Bewegung. So, Monster, 8 Zoll Bewegung. Ich glaube 25 mm Base oder ist es 40er? 60er. 40er. Ja, ist ein Trollbase. Ja, gut, okay. Aber, davor, warte mal. Das ist ja kein Held. Das müsste. Der kauft der Dachstag 75, glaube ich. 75, ja. 75 Punkte. Ja. 75 Punkte. Ja, ich spiele keine Ahnung, 8 von den Viechern und Durwurz oder so. 740 Punkte. Also ich sag ja, die Babü kann kommen. Die sind auf einer Anspannung gerobbt. Genau. Abwarten und Tee trinken. Ich bin so gespannt, was du für eine Liste einreichen wirst, Kevin. Das sind alle Wächter. Ja. Warum geht ja nicht? Ich würde jetzt grundsätzlich gerne noch eine letzte Frage stellen, bevor ich die Aufnahme abdrehe. Weil ich glaube, wir haben ganz gut das Thema, wie gehen wir mit Projekten um, wie halten wir die Motivation hoch, das haben wir alles besprochen. Wir sind bei 2 Stunden Aufnahme, was ja auch okay ist. Ich glaube, irgendwann will uns dann eh keiner mehr zuhören. Die letzte Frage wäre dann tatsächlich, was habt ihr geschafft in der Zeit? Also ich fange an, ich habe am meisten geschafft. Nein, so war es. Ich glaube. Einen. Mary geschafft, zu Fuß, ohne Stint, weil er nicht getrennt war. Moment, du hast ihn nicht geschafft, du hast ihn ausgeknipst. Ich habe ihn ausgeknipst, abgeschleift und zusammengeklebt. Das ist schon 2 Stunden Arbeit. Und ich habe deren Helm zusammen. Geklebt. Also, ich habe viel erreicht. Ich habe die meiste Zeit mit Trenchtop verbracht und geguckt, wie Steven am Mordor-Katapult verzweifelt, weil wir nichts sagen, aber er hat in 2 Stunden so weit geschafft. Ich bin doch noch gar nicht bei mir. Also, überragend. Steven, jetzt so, sag doch mal, was hast du geschafft? So, oh, also, ich habe das komplette Mordor-Katapult mal aufgeknüpft. Und ich muss sagen, es ist ein absoluter Krampf, weil überall Supports hängen. Dann diese kleinen Dreiecke, die man rausschneiden muss, die man gerne übersieht, wenn man dann am Ende das Modell bemalt und auch einmal denkt, was ist denn das jetzt hier für ein Verbindungsteil? Es ist jetzt soweit alles entgratet. Ich habe auch schon angefangen zusammenzukleben. Also hier, das Katapultteil ist soweit fertig. Ich weiß jetzt schon, dass ich das verfluchen werde, weil ich sehr viel mit Winstock arbeiten muss, um die Lücken zu füllen. Aber ich hatte Spaß, hat Spaß gemacht. Und also Mordor-Katapult komplett ausgeknipst und jetzt geht es an den Zusammenbau. Lukas! Falls sich irgendjemand das Mordor-Katapult von GW nicht antun will, weil Steven hat gerade phänomenal gute Werbung dafür gemacht, findet man auch auf meinem Kanal tatsächlich eine Möglichkeit, selbst Mordor-Katapult aus Styrodur zu bauen. Geht wahrscheinlich sogar schneller. Ich bin, also der Angmar-Schatten. Schleichwerbung. Ja, das ist nicht mal Schleichwerbung, das ist direkte Werbung. mein Angmar-Schatten ist soweit fertig bemalt. Der muss, also fast fertig. Aber das war jetzt auch nicht schwer. Ich habe da die GW-Geisterfarbe genommen. Ich habe lange überlegt, ob ich meine Gespenster und sowas alles grün mal oder eher so ein bisschen blau schimmernd mache, wie es eher im Film dargestellt ist, da ich aber tendenziell den Eindruck erwecken will, dass die halt so die gleiche geisterschimmernde Farbe haben wie dann die Totensümpfe unten drunter, will ich sie eher auch grünlich halten und deshalb der Angmar-Schatten ist einfach einmal grün komplett in die Farbe getunkt, die Grabunholde sind beinahe fertig, da fehlen eigentlich nur noch die Haare. Dann, bitte. Bei wen genau? Den Schatten. Den Schatten, ja. Also wie gesagt, der wird auch... Weiße Highlights drauf oder grau oder wie? Der wird noch hell getrocken gebürstet.
Es ist ungefähr das gleiche Farbschema, was ich bei meinen Gespenstern habe, also bei den Geistern. Und dann, wie gesagt, ist halt der Plan, man sieht hier so ein bisschen, das Grüne, was durchkommt, ist halt noch die Base und außenrum dann der Rand und da soll dann halt später noch Epoxidharz reinkommen und dann halt auch so leicht grünlich angefärbt, damit es dann halt so ein bisschen das gemeinsame Gesamtbild gibt. Und dann bei den Gespenstern bin ich jetzt halt so ein bisschen an den grundlegenden Details so ein bisschen zu malen. Und dann kriegen die irgendwann auch noch Haut und alles und werden dann auch doch trockengebürstet. Und ja, also fertig geworden bin ich mit keinem Modell, aber ich bin ganz gut zufrieden vorangekommen. Wie möchtest du denn die Gespenster, weil ich habe selber 3 Stück bemalt und habe über die, also ich habe die grundsätzlich weiß gemacht und habe Rüstungsteile, wie zum Beispiel dieser untote Elb, teilweise ein bisschen Gold gemacht. So leicht gold angebrushed und die Fetzen in so einem leichten Braun, also so Grundfarben leicht angedeutet und dann das komplette Modell quasi in dieses, wie heißt es, Real Tan Green dann drüber, damit dieses Moor-Effekt dann eben bekommen, diesen roten Effekt bekommen. Also mein Elbengespenst sieht gerade so aus. Ich habe jetzt schon, also Contrast als Umhang, vorne Gold und Silber jetzt aktuell, aber die werden noch stark weiß trocken gebürstet und vielleicht kriegen die sogar auch einmal komplette Schicht mit der Geisterfarbe drüber, einfach damit die auch so ein bisschen grünlich aussehen. Aber ich glaube, wir reden ein bisschen arg lange. Ich hätte gerade schon so geschaut, im Sinne von, alles gut. Ich will die Aufnahme beenden. Okay. Aber schön, dass wir in 2 Stunden geschafft haben, noch ein anderes Spiel zu gewinnen. Nein. Also, ich hab noch nie Angmar gespielt und ich habe eigentlich hauptsächlich, ich habe hauptsächlich Motivation, die Bases zu gestalten und eigentlich nur deshalb baue ich eine Angmar-Armee auf. Ja, also nochmal nur, ich will keinen Gang machen, aber meine Facebook-Gruppe ist natürlich auch für alle. Wenn du mir den Link schickst, stelle ich ihn unter das Video. Jetzt mache ich wirklich einen. Du hättest nicht sagen müssen, dass es noch keine gab. Es hätte niemand gewusst. Weil die Angst hat, dass da so viele Mitglieder kommen. Zack, mal gebannt. Marvin, mach weiter. Sag mal, wie weit ich kommen müssen. Also, ich habe einiges plötzlich fertig gekriegt. Ich habe die Bögen soweit schon fertig gekriegt und hier eine der Grunddinger eigentlich auch schon soweit fertig. Bei der anderen ist noch ein bisschen weiß, noch was zu tun, aber ich bin auch zufrieden und habe beste Hoffnung, dass möglicherweise Nils rechtzeitig zu irgendeinem Turnier seine Balliste dann fertig hat. Und du willst wirklich nicht sagen, zu welchem Turnier? Nein, das verbietet die Wirklichkeit. Okay, finde ich in Ordnung. Und jetzt ist die eigentlich spannendste Frage, ist, hat Michi mehr geschafft als wir alle zusammen? Wahrscheinlich. Ich finde die Frage nicht mehr spannend. Ja, eine Selbstverständlichkeit. Das würde ich jetzt gar nicht so wetten. Ich habe gar nicht so viel fertig bekommen, sondern habe bei vielen Kleinigkeiten rumgewerkt. Ich habe 20 Modelle magnetisiert, ich habe Golfimbul beritten und zu Fuß. Ich habe bei meinen Düsterwald-Elben habe ich bei 2, 4, 6, 7 die Stoffe fertig. Ich habe ein Korsagi-Modell von Cursed City gemacht und ein Heldenmodell von Cursed City. Also alles in allem, um deine Frage zu beantworten, ja. Aber alles in allem trotzdem sehr enttäuschender Abend für mich hier. Ich muss leider sagen, Gespräch war okay. Gespräch war gut, Output war, naja. Bild. Ein ganz normaler Freitag. Ach stimmt, heute ist Freitag. An alle übrigens die Information, die Hingabe für dieses Video, ich verpasse gerade das Halbfinale vom Handball und habe vorhin den Stream vom ZDF pausiert, damit ich es jetzt noch nachschauen kann. Und ich bin gerade nur solide 2 Stunden 37 hinter dem Live-Programm. Nur so als Info. Jetzt suche ich schnell bei Gegner. Bitte nicht, hört auf.
Ich hab die Macht, ich schmeiß euch bei der Barbie raus. Ich schmeiß euch raus. Du kannst mich in meiner Gewinnerliste. Was? Schaffst du gar nicht in meiner Gewinnerliste. Stimmt. Ich hab noch ganz kurz was, fällt noch irgendjemandem außer mir auf, dass es bei Michi aussieht, als ob man in einem Zahnarztlabor sitzt. Bisschen. Nein, die Werkzeuge vor der Kamera. Jetzt mal weit aufmachen und ausspucken, bitte. Wir haben heute echt alle wichtigen Themen abgegrast. Eigentlich gibt es nicht mehr viel zu sagen. Wir mussten auch alles abgrasen, Lukas, weil wir sie nicht mehr in Safe nicht nochmal eingeladen. Wir mussten jetzt selber die Wirklichkeit. Warum seid ihr so pessimistisch? Nee, also ich glaube, es war sehr amüsant heute Abend, zumindest von meiner Seite aus. Also dich, Kevin, hole ich mal wieder. Ob ich ihn Steven nochmal einlade, weiß ich nicht. Richtig so. Michi, gib das Leiber wieder her. Ist okay, ich schicke dir eins. Ich wollte gerade sagen, es gibt glücklicherweise mehr als einen von euch, der mir das vergönnt ist. Die Frage ist, Kevin, möchtest du das überhaupt mit einem Michi, der gerne Angmar spielt, einem Lukas, der gerade Angmar bemalt und einem Marvin, ich weiß nicht, was deine Haltung ist zu Angmar? Wer meinen Kanal einigermaßen verfolgt, weiß ziemlich genau, was ich regelmäßig spiele. Es gibt kaum Es gibt kaum ein Spiel, was ich gespielt habe, das nicht in irgendeiner Form im Kanal ist. Wann habe ich zuletzt Angmar gespielt? Ist schon länger her, aber ich habe das Gefühl, es macht dir trotzdem Spaß. Beim letzten Tag. Wie bitte? Beim letzten Cup. Nein, da habe ich es nicht gespielt. Ja, da hat der Koni gespielt, ja. Aber Frieden, du merkst, ich krieg sie alle langsam auf meine Seite. Michi, meine Angmar-Liste hast du gespielt. Gegen die Zwerge im ersten Spiel. Ja, nein, da habe ich es gespielt. Ja, okay. Jetzt darfst du nur nicht sagen, wie das zweite Spiel ausgegangen ist. Du darfst jetzt nicht spoilern. Facebook-Gruppe wird so weit wachsen, dass selbst J. Claire sagt, okay, wir müssen Angmar bannen. Da bin ich gespannt. Angmar bannen. Ich habe jetzt eigentlich die Macht, dass ich dich spoilert, was am Dienstag beim Listen-Cup-Spiel rauskommt. Egal, Angmar ist scheiße. Nein, euch eh nicht, aber der Lukas möchte es wissen. Oder möchte es. Nee, eigentlich will ich es nicht wissen, ich will es sehen. Hauptsache, du spoilerst mir nicht das Handball-Halbfinale. Oh, warte kurz. Ich google schnell, das findet sich sicher vor schnell. Lukas geht gleich raus. Handball. Ich würde das tatsächlich auch gerne nicht wissen, weil ich das auch nicht. Michi, Marvin will es auch nicht wissen. Und seit wann muss ich voll, so gut sucht mit Marvin stellen? Noch mal. Ja eben, das wollte ich gerade sagen. Du machst es mir gerade noch besser. Man soll diabolisch sein. Ich wollte gerade... Lukas, wie lange kennst du mich jetzt schon und weißt, dass ein gewisser Sadismus ganz tief in meinem Inneren lebt? Das weiß ich, aber es kann mich ja trotzdem immer wieder verwundern. Pass auf, Michi, am Ende schmeißt er dich aus der Barbie raus. Ja, ist okay. Dann fahre ich zu einer Konkurrenzveranstaltung. Michi, sag bitte wirklich nichts. Noch jemand, der findet, dass Lukas ein bisschen so ist wie früher auf dem Bolzer, der eine Junge, der den Ball mit hatte. Ja, Marvin, genauso. So ist es vorbei, ich muss nach Hause. Es gibt erst einmal der als Vorunterricht, der immer als erstes wählen durfte. Ach ja. Ich habe übrigens jetzt noch ein Hobby. Ich finde es ja schön, dass ihr trotzdem zur WM kommt.
Man muss dazu sagen, dass, also dass ich zur BWM komme, ist vor allem eine Person schuld oder nicht schuld, aber ich sage mal verantwortlich. Das ist der andere Lukas. Das ist richtig. Und jetzt müsst ihr wissen, Lukas hatte mir gesagt, ich soll ihm frühzeitig sagen, wann die BWM ist, damit er es planen kann, mit Michi vorbeizukommen. Und dann hatte mich Michi Lukas hatte irgendwann gesagt, Lukas, wann ist es denn jetzt eigentlich? Und dann hat er zur Sicherheit noch Michi geschrieben, damit Michi mich daran erinnert, dass ich an was denken sollte. So, und Michi dachte sich so, was läuft da hinter meinem Rücken und hat ihm überhaupt nicht gefallen. Ich sollte aber einfach noch nichts sagen, weil ich Lukas nicht in den Rücken fallen wollte und sollte. Und deshalb habe ich Michi halt nichts sagen können und Michi war ein bisschen angefressen. Und das war zu dem Zeitpunkt, als ich zu Besuch war. Ja, war er beleidigt, der Michi. Da war er wirklich beleidigt. Okay. Solche Sachen mag ich gar nicht so hinter meinen Rücken, Verschwörungen und dergleichen, die was dann nämlich auch noch so hinter meinen Rücken ausgeführt sind, dass ich weiß, dass etwas hinter meinem Rücken ausgeführt wird. Das ist wie wenn du Cäsar gesagt hättest, irgendwann kriegst du das Messer übrigens heute in den Rücken. Ich sag dir aber nicht wann. Genau. Ich will da nur noch zur Sicherheit erwähnt haben, ich habe damit nichts zu tun, Michi, dass du es mitgekriegt hast. Ist Lukas jetzt Cäsar? Haben wir das richtig verstanden? Nee, Michi wäre an der Stelle Cäsar. Na gut. Ist es der Lukas vom Kanal? Ja, genau. Okay. Und jetzt noch zu dem Sache, wenn ich in Lukas mit einem historischen Herrscher vergleichen würde, wäre es wahrscheinlich eher Napoleon. Ich weiß nicht genau warum, aber ich habe in meinem Leben schon häufiger gehört, manche Leute haben mir auch schon vorgeworfen, ich hätte einen Napoleon-Komplex. Was ich immer noch ein bisschen eine Frechheit finde. Nee, ich wollte jetzt einfach nur auf die... Der Mann hat gerade gesagt, ich habe nicht gesagt, ich schmeiß euch raus. Ich habe auch nicht gesagt, ich will euch rausschmeißen. Ich habe lediglich gesagt, spoilert mir nicht das Halbfinale. So, ich schmeiß ich euch raus. Du hast gesagt, ja. Ich kann die euch rausschmeißen. Du hast ja nur... Da will doch eh keiner hin. Die Warten ist super cool. Na gut. Bevor wir jetzt noch weiter in diese Thematik eindringen, möchte ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart heute. Vor allem ihr vier, dass wir diese heutige Runde gemacht haben. Ich hoffe, der Ton war soweit okay, dass ihr euch das Ganze auch angehört habt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich euch vier hier hatte, dass ich euch dazu bringen konnte, Hobby zu machen, auch wenn der ein oder andere mehr oder weniger ineffizient war. Und lasse euch jetzt noch die Abschiedsworte. Ja, ich habe eh Steven gemeint. Keine Sorge, du brauchst nicht auf ihn zeigen. Es weiß eh jeder, der einigermaßen aufgepasst hat, es ist der Steven gemeint. Danke, entschuldige im Sinne der Anklage. Ich fange mal an. Vielen lieben Dank, dass wir heute da sein durften. Hat super Spaß gemacht, über das Hobby zu quatschen. Wir hoffen natürlich, euch hat es auch Spaß gemacht. Wir sind euch nicht allzu sehr auf den Sack gegangen. Ich freue mich auf das kommende Jahr, auf das kommende Hobbyjahr. Hat Spaß gemacht. Ja, da kann ich mich noch anschließen. Und nicht vergessen, kommt zum DTC. Es wird ein besseres Turnier als die Bavü. Wow. Das war jetzt gemein. Nee, warum? Ist doch okay. Das ist eine Ansage. Okay. Das erwarten wir uns auch. Der Host ist ja auch da. Ich muss sagen, Lukas ist ja Mitveranstalter. Ist richtig, ja. Zu diesem Thema noch ganz kurz. Wir werden hier auf dem Kanal auch ein kleines Video zu den Rahmenbedingungen und dem Ganzen zur DTC machen. Also das wird entsprechend auch noch auf diesem Kanal auf euch zukommen. Da werde ich den Steven und den Lukas dafür in Beschlag nehmen.
So, Abschiedsworte, Marvin, bevor du mir jetzt einpennst. Oh, nö, ich habe ja noch 6 Stunden zu malen. Nee, ich freue mich, wieder dabei sein gewesen. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Das ist zu kompliziert gestalten. Ich habe ordentlich was geschafft. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal. Und auch den neuen Input vom Doppelteam, wirklich interessant. Und ja, hoffe, es hat euch allen gefallen. Ich will nur dazu sagen, der einzige Grund, warum ich dich wahrscheinlich in Wirklichkeit einlade, ist, weil der Nils sagt, lager den Marvin ein, dann macht er 2 Stunden an meinen Modellen weiter. Dann kann der Nils sich freuen. Kann ich gerne noch 4 für ihn machen. Ich verlange entsprechende Gegenleistung. Das muss ich mit Nils auseinandersetzen. Ja, das war jetzt die Ansage dazu. Er wird sich mit dir in Verbindung setzen. Ich bitte darum. Vor allem, er hat ja letztens auch bei einem Gewinnspiel von mir gewonnen. Also er hat ja echt, ich tue ja echt viel. Ja, du bist ein Glücksgriff für ihn. Wie bitte? Du bist ein Glücksgriff für ihn. Ja, was heißt da für ihn? Für wen nicht? So, Lukas, bitte darum. Ja, mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall definitiv nochmal ein bisschen mehr Energie drin, wenn irgendwie 5 Leute mitquatschen als 3, auch wenn ich zwischenzeitlich gefühlt vergessen habe, dass ich eigentlich in dem Gespräch mit dabei bin. Weil es irgendwie so unterhaltsam war, dass ich irgendwie dachte, so, okay, Lukas, du musst auch mal wieder dran denken, dass du vielleicht auch mal wieder was sagst. Und ich bin zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Es war sehr unterhaltsam, sehr lustig. Ich fürchte, dass mich das Thema mit den Zwergen im Brunnen noch ein Stück weit verfolgen wird. Und ansonsten wünsche ich allen, die jetzt gerade hier zuhören, noch einen schönen Tag. Und ja, hoffentlich habt ihr auch ein bisschen Hobbyzeit verbracht. Dann würde ich sagen, vielen Dank, hoffentlich bis zum nächsten Video hier bei uns beim Würfelorden. Es war uns allen ein Volksfest. Und wenn ihr irgendjemanden dieser Partie nicht mehr sehen wollt, ihr könnt auch gerne bei mir meinen Namen drunter schreiben, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie immer, ihr seid dazu angehalten, schreibt es gerne auch drunter, was habt ihr während dieser Hobbyrunde geschafft? Und wie plant ihr eure Projekte und wie haltet ihr die Aufmerksamkeit hoch? Das würden wir natürlich gerne wissen. Ihr wisst, wo die Kommentarspalte ist. Haut's rein. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.